Willkommen zu einem neuen Podcast, Freunde. Ich bin im Urlaub gerade, lasst es mir gut gehen. Wollt mich trotzdem kurz bei euch melden, um euch zu sagen, heute um 19 Uhr droppen wir bei Ola Kala ein paar T-Shirts und ein paar Tanktops. Die sind wirklich sehr geil geworden. Guckt vorbei, da sind Sachen von Elysium, haben wir den Formprint gemacht. Wir haben auch Isolation Tees in anderen Colorways und neue Tanktops mit Kontrastnähten. Guckt unbedingt vorbei. Und ich wollte mich bedanken bei Call of Dragons, die dieses Video sponsern. Call of Dragons ist ein MMO, was ihr auf dem Handy oder auf dem PC spielen könnt. Ihr habt dort verschiedene Fractures, die ihr euch aussuchen könnt. Ich muss sagen, als ich es vorhin angemacht habe, ich war vorhin im Café, habe ein bisschen rumgezockt und Grafik ist insane. Das Tutorial dauert zwar ein bisschen am Anfang, ein bisschen lang, bis ihr da durchkommt, deswegen haltet da durch, die Cinematics sind krass. Aber dann, wenn ihr durch seid, habt ihr eine riesengroße 3D-Welt mit insane Kreaturen und so und da könnt ihr einfach halt, könnt eure Gilde sozusagen ausbauen. Jetzt mal, mir fehlt ein besseres Wort, also ihr könnt quasi so euer Territorium ausbauen, da weiter solche Behemoths zusammen euch tun und die besiegen, dann euer Territorium erweitern, eure Basis weiter ausbauen und so weiter, also kennt ihr wahrscheinlich schon. Falls ihr Bock habt auf das Spiel, könnt ihr das Ganze jetzt runterladen und viele Kampfmöglichkeiten, Strategie und so weiter genießen. Also es ist ein sehr komplexes Game, die Grafik ist insane, also es ist auf jeden Fall ein sehr ausgetüfteltes Game und wenn ich es euch jetzt runterlade, könnt ihr an dem Dragon Challenge Event teilnehmen, da gibt es gerade Ingame-Preise, gibt Geldpreise zu gewinnen, also auf jeden Fall, die Leute sind dort auf eure Hilfe angewiesen. Falls ihr Bock habt, ladet das Ganze runter, probiert es aus und viel Spaß und danke an Call of Dragons, dass du diesen Podcast sponsert. Ich glaube, das ist nämlich auch das eines der größten Probleme, die wir halt so, ich glaube, mit Musik haben, weil wann hörst du dir wirklich mal ein Album von A bis Z durch? Kein Künstler wird jetzt sich wirklich hinsetzen und wird versuchen, ein Album zu machen, was von Track 1 bis 17, wenn du es nicht auf Shuffle hörst, halt Sinn ergibt oder Geiles zum Anhören, sondern du hast halt irgendwie so, du bist im Studio und schaust irgendwie, dass du vielleicht einen geilen Feature-Gast hast, der Song geht 2 Minuten 30, du hast eine Hook, die ballert, irgendwas, was im Kopf bleibt und dann hoffst du halt irgendwie, dass es geil gestreamt wird und dass du wahrscheinlich über die Streamings groß wirst und dass du halt dann irgendwie so ein Portfolio aufbaust, dass du dann halt geile Konzerte spielen kannst und so oder dann halt mal Festival Sommer, einen Sommer mitnehmen, ne? Keine Ahnung. Findest du, dass diese Album-Experience nötig ist? Oder, also, weil das hat sich ja auch alles so ein bisschen verändert. Ich weiß ja, ich habe selber noch keine richtige Meinung dazu. Also, das Ding ist... Hier warst du noch nie? Hier war ich noch nie. Ach komm, wie schön das ist. Das ist, sieht aus wie bei meinen Eltern. Ja, das ist ein Wald, der geradeaus geht mit einem Weg. Ey, ja, also, ich kann dir halt nur sagen, wie ich so mäßig groß geworden bin oder wie ich Musik feiere. Und das ist auf jeden Fall... Natürlich habe ich viel in meiner Playlist, auch in der Playlist On Repeat auf Spotify, wo halt ein Song drin ist, wo ich gar keine Referenz zu dem Album habe. Ich weiß nicht mal, ob es zu der Single überhaupt ein Album gibt, von okay. Künstler XY. Aber halt die Songs, die ich am ehesten mein Leben lang höre, da weiß ich halt ganz genau, ey, das ist das und das. Darüber hinaus gibt es noch das und das. Damit beschäftige ich mich mehr. Aber das ist ja generell ein Problem so der heutigen Zeit. Inwieweit hast du Lust, dich lange mit was zu beschäftigen, anstelle von... Ey, das war geil jetzt für 2 Monate, das war voll mein Vibe so mäßig, ne? Und jetzt aber nach 10, 2 Monaten, das ist mein Vibe, deswegen so, das ist das. Und dann in 5 Jahren hörst du den Track nochmal und denkst so, stimmt, der war vor 5 Jahren voll mein Ding. Damit, da habe ich ein paar nice Erinnerungen. Aber für mich ist eher dann so, dass halt eher das, was zeitlos ist, was dann halt vielleicht nicht so funktioniert wie so ein Song, der jetzt für 2 Monate geil ist, halt eher... Den kann ich halt jedes Jahr hören, jede Woche mal. Weißt du, und das ist, glaube ich, bei Musik, da reagiert ja sowieso jeder anders drauf. Für mich ist ja auch Text übel wichtig. Deswegen, ja, das macht es ja, für mich mir so auch. Aus. Nico ist immer so, hä, was, du hörst auf Text? Ja, Lazo ist der Schlimmste. Lazo hat den wenigsten Musikgeschmack gemacht. Alter, ich schwör's. Der hat so auf der einen Seite voll guten Geschmack und auf der anderen Seite gibt er so gar keinen Fick. Bro. Außer, ey, Nikos Deutschrap-Phase war teilweise richtig weird. Bro, ein Künstler könnte legit in einem Track erzählen, ich weiß nicht, den weirdesten Stuff, also wirklich das Dümmste, so 1 plus 1 ist 3 und so, und er will es dir richtig verkaufen. Und solange der Beat geil ist, wird Nico sagen, das ist mein Song. Der würde uns so fragen, so, hey, was, bist du dumm so, wie kann dir das nicht gefallen? Ja, aber Musik generell ja übel wichtig so. Aber ich glaube, so ist auch die Frage, inwieweit du überhaupt dich mit Musik beschäftigst, weißt du? So viele hören ja, und mit beschäftigt meine ich, hörst du jetzt Musik morgens und abends so auf dem Weg irgendwo hin und wieder zurück? So, ich höre ja Musik... Beim Schneiden, wenn ich unterlege, es gibt kaum einen Song in der Spotify-Playlist, über den ich mal nicht gestolpert bin. So jetzt von den bekanntesten Playlists, sagen wir mal, irgendwie von House, Techno, was ich ja nicht privat höre, aber für die Videos höre ich es mir an. Wie für die Videos? Ja. Achso, was du unterlegst? Ja, genau. Also, angenommen, ich suche jetzt für irgendein Bild oder für irgendeinen Chat
ein Song, der so das letzte, dass ich das nicht ausspreche, sondern dass quasi ich blende die Nachricht ein und dafür suche ich einen Song. Das ist ja nicht so, dass ich, manchmal stolper ich drüber, aber meistens gehe ich halt auf die Suche. Und dann kann es halt auch mal passieren, dass ich halt für einen Song da halt eine Stunde auch in Spotify halt versink. So einfach in Best of 2000er, Best of 2010er. Wie kannst du dann benutzen oder was? Unter 10 Sekunden oder wie ist das? Naja, ich versuche immer unter 7 Sekunden, aber ich sag dir eins, ich habe mal Earth, Wind and Fire, September, da habe ich schon gemerkt, dass der YouTube-Algorithmus oder irgendwie die Intelligenz dahinter halt nach 3 Sekunden schon greift. Oh. Und das ist der einzige Song, bei dem ich das bis jetzt erlebt habe. Es ist jetzt unnötiges Wissen, aber ich weiß nicht, was bei dem Song abgeht, aber da ist auf jeden Fall YouTube ein bisschen schneller. Aber ist das ein Ding, dass quasi der, wenn der unter 3 Sekunden, also dass der, wenn der unter 7 Sekunden ist, das rechtlich in Ordnung ist, oder ist, braucht der Algo immer mehr als 7, um den Song zu checken? Nein, ja, oder? Der braucht weniger. Also, gut, das ist eh YouTube Deutschland, wie soll das denn, also ich bin der Meinung, dass das jetzt nicht, also wenn jetzt das Musiklabel aus USA das sieht, dann ist es denen, glaube ich, jetzt auch nicht so recht, auch wenn du nur 5 Sekunden das gemacht hast. Ich glaube halt, dass halt einfach YouTube, dass halt dann die Intelligenz dahinter das halt einfach nicht greift. Echt? Die brauchen ein bisschen länger, glaube ich, um das zu greifen. Ich dachte, das ist Fair Use oder so, dass man quasi bis 7 Sekunden benutzen darf, dass es so quasi okay ist. Wenn es so wäre, ich wäre überhappy. Ja, dann würde ich aber auch Earth, Wind & Fire darum bitten, dass ich September ein bisschen besser einbinden kann, weil der Song sehr nice ist. Die 3 Sekunden gehen nicht. Geht nicht. Was hörst du gerade so? Also was ist da, was... An Musik? Ja. Boah, ich habe mich jetzt wieder so in Linkin Park verloren, weil ich die Musik halt übertrieben ehrlich finde. Aber man muss es halt auch mögen, dieses... das ist ja... Also Linkin Park ist ja... Ist es Rock? Ich würde... Das ist der Anfang von Metalcore, würde ich sagen. Anfang von Metalcore. So okay, rockmäßig. Okay, ich meine, du musst dich ja auch... Ich finde es gerade crazy, dass du das einfach so... Ich höre die Linkin Park übel gern. Ja, ich auch. Ich finde die auch fett, aber ich hätte es jetzt nicht gewusst. Für mich persönlich ist generell die E-Gitarre, und es klingt vielleicht dumm, aber das ist fast das ehrlichste Instrument. Ich finde die Gitarre generell am geilsten. Ich habe versucht, Gitarre zu lernen, überschwer, und ich habe mich mit Bass halt viel leichter getan, bei 4 Saiten. Ja, du hast ja mehrere so musikalische Phasen mit Rappen. Ja. Das, aber ist irgendwas davon online? Nein, gell? Doch, ich habe vor ein paar Monaten mal aus Spaß den Autotune-Song hochgeladen, den wir gemacht haben. In Berlin mal mit Paul. Habe ich mal hochgeladen. Aber nicht das ganze Album? Nee, das ist auch... Ich weiß noch, als wir im Büro mal waren und du mir ein Album gezeigt hast, dass wir das gepumpt haben. Das ist auch mit so... Also, was, wenn ich eine Sache kann, dann einfach... Und das wirst du wahrscheinlich fühlen, Baustellen. Aber das fühlen wahrscheinlich viele. Einfach Baustellen. Und was ich noch besser kann, ist dann so wie diese deutsche Autobahn-Mentalität auch Baustelle mal stehen lassen. Ja, aber ich sag halt so, guck mal, ich find's halt crazy, aber dass du hast ja durchgezogen. Ich meine, klar, jetzt sagen viele Leute Baustelle, aber was gehört dazu? Also, guck mal, das ist ja ein Künstler, macht ein Album ein Jahr lang, obsessed, der perfektioniert der. Und ich finde, du siehst halt bei Musik, wird dir wahrscheinlich auch genauso gegangen sein, dass du sagst, ey, ich mache etwas, was vielleicht noch in 20 Jahren kulturelle Relevanz hat. Das ist ja nicht einfach mal, ich gehe jetzt mal hin und scheiß da irgendwie in 2 Wochen was ins Studio rein. Ja, das Ding ist... Deswegen, also Baustelle zu sagen, ist halt so, ja klar, das ist so wie wenn du jetzt sagst, keine Ahnung, ich baue hier jetzt eine 50-Kilometer-Brücke, die super verziert ist. Ja, wenn du die halb fertig hast, ist ja auch schon ein krasses Achievement, aber die ist dann halt nicht fertig. Ja. Ja, dieses ganze Album oder dieses Musikding ist generell eigentlich super schwer. Die Entstehung da davon war ja recht simpel, weil ich ja mit Paul eine Wette am Laufen hatte. Wir reden gerade so spontan über Mucke und es klingt gerade so, als wäre das so Album-Promo von dir. Ich schwör's dir. Und es ist 0,0. Aber ich hatte ja eine Wette mit Paul am Laufen. Der meinte ja irgendwie damals, der Song Keine Angst zum Horrorcamp würde in die Charts kommen. Ich meinte so, warum? Niemals. Und er meinte so, ja okay, wenn du verlierst, dann musst du ins Studio kommen, wir machen eine EP, wollte er machen. Dann ist er in die Charts gekommen und dann war ich halt immer in Berlin. Dann haben wir gesagt, ja, okay, komm, wir setzen uns ran. Und dann hatte ich halt noch einen anderen Kontakt über einen Freund, ehemaliger Mitbewohner, der heißt Salo. Und Salo ist halt überbegabt, was Musik angeht. Also der kann halt übergut generell Klavier eigentlich spielen. Und wenn du ja Klavier spielen kannst, kannst du ja generell schon sehr viel abdecken mit so einem kleinen Klavier, ne? Du kannst ja ein Beat, du kannst Schlagzeug über Klavier spielen, du kannst fast die, außer ich glaube so wie so ein Controller sozusagen für verschiedene Instrumente. Ja, du kannst, glaube alles außer die Gitarre kannst du
über, okay, das, über das Klavier. Weil sozusagen die Tasteneingaben quasi mappen kannst auf einen Ton und der wird dann konvertiert in halt verschiedene Instrumente, genau, sozusagen. Genau. Dann ist aber auch noch, sein Bruder ist gelernter Gitarrist, das heißt, er hat sich auch schon für, er kann Bass spielen, er kann Gitarre spielen. So, ne, er sagt, er kann Gitarre nicht so gut spielen, aber für meine Verhältnisse spielt er halt sehr gut. Ich konnte nur Flöte. Und dann hat sich das irgendwie so ergeben. Und dann haben wir halt, ich glaube, wir waren am ersten Wochenende, hatten wir irgendwie so 5 Songs, ne, aber weil Paul halt auch eine absolute Maschine ist. So, wenn du 20 Jahre was machst, dann... Das, und, wie war so dieser Prozess für dich? So als, du hast ja davor nie Mucke gemacht, oder? Ja, hast du? Hilflos. Okay, hilflos. Aber du kommst rein und wie ist es mit dem? Also wie fetzt der so? Weil das zum Beispiel, was mich so erschrocken hat, als ich mal mit Rappern in so Ding war. Bro, wie schnell die teilweise so ein Ding raushauen. Das ist so, ich denke mir so, Bro, dafür hätte ich irgendwie gefühlt ein Jahr nachdenken müssen. Ey, also generell muss man ja eins sagen, es gibt Leute, die haben das so angeboren und denen liegt es einfach Musik und die können einfach Musik machen. Und egal, ob sie jetzt selber schreiben oder nicht, aber die gehen halt rein und es ist halt authentisch und gut einfach. Ne? Mhm. Aber da ich ja zwischen Musik hören und Musik machen und verstehen, aber auch das Musik verstehen, liegen halt Welten. Und dann kommst du da halt hin und hast vielleicht mal für Latzo-Video mal was eingerappt oder so, weißt du? Dein Part war krass oder damals für die Junggesellen so was eingerappt mal und that's it. Und dann kommst du da hin und dann merkst schon, okay, viele unterschätzen, glaube ich, den ganzen Prozess. Oder ich habe es auch voll unterschätzt, ehrlich gesagt. Und dann habe ich erstmal, und das ist halt auch ein Problem von diesem Projekt gewesen, ich musste Musik erstmal kennenlernen. Ich musste erstmal, oder auch, du musst ja auch deine Gefühle erstmal kennenlernen. So, wie war das? Also was waren so die Feelings? Weil ich meine, du hast ja im Endeffekt eine Wette verloren, bist mit Paul in diesem Ding, ja, da. Und dann sagst du jetzt, okay, ich muss Mucke machen, aber dann fragst du dich, was ist jetzt der perfekte Weg dahin? Dann bist du jetzt, sage ich mal, auch eher so von der perfektionistischen Sorte. Wenn du es machst, dann gescheit. Ja. Das ist irgendwie, es kommt halt immer drauf an, was für ein Typ du bist. Aber Paul ist ja jemand, dass, wenn er was sagt, und es klingt so dumm, aber du kannst immer Musik hören und drauf achten. Manchmal, kurz, also wenn du von Paul sprichst, also er meint sie doch. Ja, ja. Aber bei ihm ist halt verrückt, dass wenn er was sagt, dass es halt irgendwie eine Begründung dafür gibt. Er kann das sein Gefühl übertrieben gut dir vermitteln auf Songs, okay? Okay. Und ich glaube, das ist auch, oder was ist, ich glaube, viele würden da zustimmen, das ist auch ein harter Grund dafür, das ist ein krasser Skill und das ist Grund dafür, dass er da ist, wo er ist, ne? Und wenn er dir halt sagt, okay, pass mal auf, ich will nicht, dass es so 0815 ist, sondern du musst jetzt deine Gefühle kennenlernen, weil das, was du jetzt quasi auf beat, ja, der sagt, okay, pass mal auf, so vom Rhythmus und von allem passt es, aber das, was du sagst, glaube ich dir nicht. Oh, okay. Und dann stehst du an dem Punkt, wo du selber drüber hörst und generell seine eigene Stimme nochmal in der Form zu hören, ist ja übel unangenehm. Und dann sagt er dir auch so, ja, das, was du sagst, glaube ich dir nicht. Du hörst es an und denkst so, oh mein Gott, das ist wirklich schwer. Aber das hat auch viel damit zu tun, dass ja allein der Prozess vom Schreiben ja auch, also wenn ich dir sag, ich habe jetzt 4 Songs zum Beispiel, mhm, und von den 4 Songs habe ich 100% alles selber geschrieben, so dann würde ich ja crazy lügen. So, das stimmt einfach nicht. Du musst dir vorstellen. Ja, du sagst, ich will ungefähr das sagen, dann hilft er dir mit einem Ausdruck, dann sagst du, ja, geil, nein, dies, das. Das ist halt so ein kollaborativer Prozess. Ja, oder? Ja, also wir haben uns als Mensch schon extrem gut kennengelernt und der konnte auch extrem gut auf Papier bringen, so was mich ausmacht oder was meine Werte sind oder von Erzählungen. Okay, erzähl mal, gib mal so einen Abriss. Ja, das ist halt das Geile daran. Und ich glaube, das macht so diese Freundschaft auch aus, dass ich halt mit ihm über was rede aus meinem Leben. Und es ist nicht Abfragen, um dann irgendwas halt auf Papier zu bringen, aus Zwang oder aus Druck, sondern ich rede mit ihm über irgendwas. So wir das passiert halt so während dem Chillen beiläufig. Ja, genau. Und dann ist es halt dann... Sascha, was macht dich aus? Und dann zieht er sich halt für eine Dreiviertelstunde zurück und du siehst ihn halt eigentlich... Also DJ Desu hat ja ein überkrankes Studio, okay? Also finde ich. Und da sind dann so 2 große Lautsprecher und vorne ist eine Scheibe, wo ein Projektor was drauf leuchtet. Und meistens läuft da irgendwie so, ich laufe eine Stunde durch New York in 4K, so, weißt du, was ich meine? Oder irgendwie durch irgendeine Stadt. Und dann siehst du ihn so vorne stehen, so Kapuze auf und er geht so alles durch.
dann guckt er, dann bleibt, hört er kurz auf, guckt dich an und dann macht er so weiter, weißt du? Also irgendwie so versucht er es zu lesen und dann hat er quasi was gehabt. Dann geht er direkt in die Booth. Bevor ich überhaupt irgendwas sagen konnte oder kann, lässt das komplette Ding fast, also auf One Take, einfach los, sagt so, und was denkst du davon? Und das war aber auch dann der größte Reibepunkt zwischen ihm und mir, dass ich halt oft da stand und gesagt habe, so, nee, so. Er hat es hier also, vorgekaut oder was? Ich habe halt gesagt, ey, ich würde es anders aussprechen oder ich würde es anders so dalassen oder. Keine Ahnung, ich nehme das Thema irgendwie ernster, als es jetzt so mäßig ist. Oder ich würde sowas niemals sagen. Okay, okay. Und dann, ey, ich weiß nicht, wenn er das sieht, liebe Grüße, aber da haben wir dann schon gemerkt, dass wir halt in gewisser Weise zwei Dickköpfe auch sind. Und ich habe halt dann auch keine Lust gehabt, einfach immer zu sagen, ja, ja, ja. Okay, und er hat gesagt, wahrscheinlich vertrau mir. Nee, das nicht. Er hat eher noch besser versucht, so in mich reinzusehen, auch als Mensch oder als Freund. Und das hat uns ja auch so zusammengeschweißt, so auch wenn wir jetzt Wochen oder mal Monate keinen Kontakt haben, würde ich halt behaupten, dass, wenn wir uns sehen, dass es halt schon immer eigentlich cool ist oder dass, ja, dass wir einfach Freunde sind. Also ich zähle ihn auf jeden Fall zu meinen Freunden. Und wenn irgendwas wäre, was Schlimmeres, würde ich ihn noch immer anrufen. So irgendwie, keine Ahnung, wir waren halt eine Zeit lang so oft irgendwie zu zweit, dass es auch so wie eine Brüderschaft geworden ist. Ich weiß nicht, ob es auch jetzt übertrieben ist zu sagen, aber naja, auf jeden Fall hatten wir da auch Reibepunkte. Nein, der ist cool. Also ich habe den nur ein, zwei Mal, glaube ich, gesehen. Ja. Bei unserer kleinen Hotel-Olympiade da. Da war es witzig auf jeden Fall. Ey, das ist eigentlich auch echt absurd. Das ist noch eine ganz andere. Diese Hotel-Olympiaden und alles diese. Naja. Auf jeden Fall. Also ich fand's witzig, wir haben Werwolf gespielt, das war auf jeden Fall sehr lustig. Werwolf war extrem witzig. Zitrone würfeln, und so. Zitrone werfen, wer näher an die Tür kommt, so. Mit Pietro auch. Wer war da, Pietro Knossi? Pietro, ich glaube Money Mark. Ja. Ich glaube, ich weiß nicht, ob Gentleman dabei war als Frauenarzt. Ja, die ganze Cam-Bande dann eigentlich. Knossi so. War da, Nico war da, du warst da. Bro, ich bin da rein, ich hab so gedacht, okay, das ist crazy. Also Werwolf war richtig witzig. Ja. Aber um das Thema zu beenden, weil das, wir reden hier, glaube ich, gefühlt eine halbe Stunde über Musik. So, das, wir hatten 15 Songs, was überkrass war. Also halt, aber auch zum Teil halt nicht fertige. Ne? Wir hatten dann so Skizzen. Und für die Leute, die das jetzt sowieso in den Kommentaren schreiben, ich hatte auf jeden Fall, Paul hatte mich auf jeden Fall bei dem gesamten Projekt und wird er auch noch in Zukunft haben, derbe im Rucksack. Ne? Das wäre wie wenn. Man jetzt hat das, ich habe es gehört, du hast mir das ja gezeigt. Und dann habe ich dich auch gefragt, hast du mit Paul gemacht, aber man hat halt den Flow und so. Das war. Aber das ist ja normal, wenn mir jetzt irgendjemand, keine Ahnung. Das ist. Wenn mir Mike Tyson Boxen beibringt, dann werde ich boxen wie der. Ja. Oder irgendjemand hat gar keine Ahnung von Schneiden und sagt zu mir, weil ich schneide jetzt schon ein paar Jahre, wie schneide mal so vormäßig. Genau. So, darauf muss man sich ja einlassen. Entweder man ist halt der Typ dafür, der sagt, ey, nee, ich will, dass es alles so 100% ich bin. Aber dann dachte ich mir auch wieder, okay, ich mache das einmal in meinem Leben und ich habe die Möglichkeit, natürlich nutze ich die. So, auf jeden Fall hatten wir 15 Songs und davon sind dann irgendwie 11 geflogen und jetzt haben wir halt 4 Songs übrig. Ich habe auf einem Song, sage ich sogar, ich bin 26 Jahre alt, ich bin jetzt 28. Also das Projekt läuft schon ein bisschen. Aber ich sag dir halt auch eins. Du willst releasen? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Wenn wir das nächste Mal uns irgendwie sehen und es klappt alles, dann machen wir auf jeden Fall weiter. Aber, und das ist halt auch die Sache, mit der ich mich schwer getan habe. Weil das war auch, wie gesagt, es ist ja nicht so, dass ich es einfach so laufen lasse. Und ich habe ja auch mit Leuten drüber gesprochen, die mich verfolgen im Stream oder so. Und dann ist es ja immer unangenehm zu sagen, ja, nee, doch nicht, wir verschieben. Aber da musste ich halt mit mir selber ausmachen, dass dadurch, dass ich glaube, dass es gut werden kann und halt auch zeitlos werden kann und ich das einmal in meinem Leben mache, so dann kann es auch, keine Ahnung, irgendwann in der Zukunft kommen. Ich glaube, Dr. Dre will sowieso ein Album releasen seit 10 Jahren. Dann nehme ich mir einfach ein Beispiel an ihn. Ja, weißt du, was ich da denke, was da manchmal immer so eine kleine Trap ist? Was schwierig ist, dadurch, dass du quasi schon dieses Standing hast, hast du natürlich nochmal mehr Druck, als wenn dich jetzt keiner kennen würde. Weil dann würdest du das ja raushauen, um Feedback zu bekommen und dann quasi zu sagen, okay, jetzt mache ich das Nächste. Und ich glaube, dass
das halt ein viel natürlicherer Prozess ist, weil diese schlechte Musik oder diese nicht guten Videos oder nicht guten kreativen Produkte, die kennst meistens auch nur du. So, ich kenne meine schlimmsten Videos, aber dadurch, dass meine schlimmsten Videos so shit sind und hoffe ich dann nicht viral gehen, kennt die ja auch keiner. Das Ding, nein, und darüber hinaus, sage ich auch ganz ehrlich, wenn sich jemand 8 Jahre lang deine Videos anschaut, wo nichts, wo du selber nichts mit Musik machst. Also ja, auch wenn ich mir Insta-Rapper so anschaue, ich habe nichts mit Musik zu tun. Auf einmal kommt Musik, dann denkst du ja, hä, was ist das denn? Und das ist ja ein menschlicher Prozess. Das ist, du musst dir ja vorstellen, angenommen, du sagst jetzt, ich habe nur dumme Beispiele. Aber angenommen, du sagst jetzt, okay, ihr kennt mich durch Ernährung, Fitness, alles drum und dran. Und dann sagst du, ja, ich bringe jetzt, welches Produkt würde man mit dir gar nicht in Verbindung bringen? Ich habe jetzt, keine Ahnung, Bier. Ja, das ist, nee, das ist ja auch noch zu nah dran, aber du sagst jetzt einfach, ey, neben Fitness und allem drum und dran, biete ich euch jetzt. Mache ich jetzt, keine Ahnung, wie heißt das, Rasenmäher. Genau, genau. Und dann sitzen ja die Leute und denken so, okay, was zum Fick hat er mit Rasenmäher zu tun? Ja, ja. Und deswegen, du musst ja die Leute dran ranbringen. Aber da bin ich dann auch schon so lässig und sag halt, okay, ich nehme es niemandem übel, der sagt, das geht nicht in meinen Kopf rein. Ich kann das nicht mit ihm verbinden oder in Verbindung bringen. Das geht nicht. Und das ist ja auch völlig okay. Aber weißt du, was mich interessiert? Das war ja auch eine Phase, wo du mit den Videos dann auch nichts gemacht hast. Ja. Weil ich finde zum Beispiel, was ich so interessant finde bei dir ist, du warst oft... Du hast Phasen, wo du richtig krass durchziehst und dann hast du Phasen, wo du zum Beispiel jetzt, es läuft bei dir auf YouTube ultra krass und jetzt sagst du, ich gehe jetzt streamen oder ich bin jetzt weg oder ich mache jetzt Pause oder ich fühle es gerade nicht. Aber du bist so öffentlich gesehen auf einem Peak oder Leute sind so, du könntest selbst, also so sehen andere Leute das, ich will nicht sagen, dass ich das so sehe, aber Leute sagen dann so, ey, der könnte jetzt selbst, keine Ahnung, 10 Average-Videos bringen, die würden super gut laufen und sich dann fragen, warum macht er das nicht? Also... Was ging da so in deinem Kopf vor? Weil ich zum Beispiel frage mich auch in diesen Phasen, wo du sagst, ey, ich gehe jetzt mal rappen oder ich gehe jetzt mal was anderes machen, was keiner weiß, nichts damit zu tun hat. Ja. Und im Endeffekt lässt du ja deinen Job liegen. Und wir wissen ja zum Beispiel jetzt selbst bei Stream oder so, Bro, komm mal, irgendwie sei unregelmäßig. Deine Subs gehen auch ganz schnell weg. Du bist ganz schnell vergessen. Und es ist ein riesengroßer Druck. Ja, voll. Also was geht da in deinem Kopf vor so? Ey, erstmal, ich muss eins sagen, er läuft halt wirklich, gar nicht zu die Cam haben, weil ich glaube, die Leute schickt es am meisten. Er läuft halt wirklich die ganze Zeit so. Ich will es nur einmal, dass es einmal geklärt ist für die Leute. Danke, so. Danke, Sascha. Ey, Leute schreiben mir so Nachrichten, kauft ihm doch so einen Rucksack, dass er irgendwie das, oder so eine Karre, dass es von alleine rückwärts geht und ja, so. Ja, das ist crazy. Lorenz hat einen guten Ärmel, der kriegt das hin. Ey, auf jeden Fall, also das ist für ihn gar nichts. Ich glaube nicht, dass es für ihn hartes Training ist. Das ist wirklich chillig. Ich finde es halt so krass, weil mit den Kopfhörern könnte jetzt hier auch ein Panzer angerollt kommen und würde er weiterhin nach hinten laufen. Ey, aber weißt du, was ich nice finde? Ich muss sagen, ich finde das Format halt gechillter, weil du so irgendwie, ich weiß nicht, man ist halt in Bewegung. Also, ich glaube, nach unserem letzten Talk ist es auf jeden Fall auch besser für dich, weil du hast dich in über 3 Stunden, glaube ich, nie in einer Sitzposition so richtig wohlgefühlt. Bro, ich habe ADHS, ich hasse Stillsitzen. So also die Kommentare waren crazy nice. Nee, aber das ist eine Sache, dafür bin ich halt so generell unserem Freundeskreis und Nico auch krass dankbar. Das ist ja ein Unterschied, ob du was anfängst, um zu sagen, das muss jetzt immer die maximale Reichweite haben oder das muss auf jeden Fall nach vorne gehen. Ich muss irgendwie krass viral gehen für Reichweite, für Geld und so weiter und so fort. Oder du machst halt was, weil du es aus Leidenschaft angefangen hast und du verdienst dann aus deiner Leidenschaft Geld, gutes Geld und bist halt an dem Punkt, wo du halt sagen kannst, okay, ich habe jetzt einfach Rücklagen gebildet, jetzt gerade geht es mir halt irgendwie persönlich nicht gut oder ich habe keine gute Zeit im Schnittprogramm und wir machen Unterhaltungsvideos, also wem will ich was in meinen Videos vormachen, wenn ich selber zu Hause da sitze und bei jedem Video sage, ich finde es nicht nice. So, und dann trotzdem hochzuladen, würde zwar zu dem Konzept YouTube passen und zu dem typischen YouTuber mittlerweile, aber irgendwie hat es halt zu mir nicht gepasst. So, und dann was meinst du mit typischem YouTuber, der das als Job sieht oder der Laune ein Video hochlädt? Oder bei denen halt auch die Maschinerie hinten raus halt viel größer ist und das ist halt auch ein riesen Vorteil von mir. Ich meine, wir haben vorher schon drüber gesprochen, Luca ist da, aber natürlich für ihn war es natürlich auch scheiße wahrscheinlich, dass ich nicht hochgeladen habe. Aber sonst sein Gehalt geflossen. Ja, aber sonst bin ja nur ich da. Das heißt, wenn ich sag, ey, ich lade jetzt nicht hoch, dann leidet wirklich niemand darunter. Das ist ja schon ein ganz anderer Druck. Und YouTube ist ja mittlerweile so groß geworden, auch alles im Internet, dass du schon ab kleineren Zahlen, sag ich mal,
du halt auch schon, dass es selbstverständlich ist, dass du ein Team hast einfach. Und wenn du dieses Team hast, dann denkst du ja nochmal ganz anders. Und so, das wollte ich ja nie haben. So, weil ich keine Verantwortung da irgendwo haben möchte, sondern einfach nur, dass mit dem, was wir halt vor 8 oder 9 oder 10 Jahren gestartet haben, was halt Leidenschaft ist und Spaß haben, dass ich halt das weiterhin machen kann. Ich sag, du hast einen krassen Skill hinter den Kulissen, den viele Leute nicht sehen in der Öffentlichkeit. Weißt du, was es ist? Also einer von vielen, du sagst nein. Ein Skill? Nein, du sagst nein. Das ist ein krasser Skill von dir. Du zum Beispiel sagst jetzt halt, okay, Leute bauen irgendwie, die haben dann 5 Cutter, haben dies, haben das, haben jenes. Und du sagst halt, okay, nein, fühle ich nicht, will ich nicht, sehe ich nicht. Oder ich mache jetzt nicht die Art von Content, das will ich nicht machen. Also du bist da sehr selektiv. Also du machst dir schon sehr viele Gedanken darüber, halt was du machst und was du nicht machst. Und du bist halt einer, du sagst dann auch relativ klar, nein, das ist, sehe ich nicht. Und du bist oft auch so Situationen gewesen, wo du halt auch einfach zu Sachen nein gesagt hast, wo vielleicht andere gesagt hätten, okay, das ist jetzt ein guter Move oder das macht jetzt Sinn oder das bringt jetzt Cash. Und deswegen glaube ich, ist auch, hast du dich auch gut in dieser flexiblen Situation gehalten, dass du selber sagen kannst, zum Beispiel, ich tue das, was ich fühle, weil ich kenne das ja selber, ich habe ja oft, sage ich mal, ich fühle jetzt was anderes, aber ich weiß dann so, okay, ich habe viele Mitarbeiter, also, ja, ja. Und ich weiß, was die fühlen, wenn ich jetzt nicht mache, ja. Also habe ich die Flexibilität halt nicht und ich muss das halt irgendwie dann anders hinkriegen, deswegen, ich verstehe dich da voll und da muss ich sagen, das ist so eine Sache, das ist ein Skill, um den ich dich beneide, weil du das echt sehr gut kannst, ich bin da oft so ein Ja-Typ. Das ist halt ein krasser Vorteil davon. Nachteil ist halt, es wird einem sehr einfach fallen, auf der Stelle rumzutreten, weil viele mögen das ja auch, sich weiterzuentwickeln und durch neue, zum Beispiel jetzt in unserem Fall oder in meinem Fall Videoprojekte, eine neue Zielgruppe anzusprechen oder dadurch halt was Neues zu starten, was du dann halt für 3-4 Monate machen kannst oder ein halbes Jahr oder vielleicht noch länger, um dann so weiterzumachen. Und du fängst halt an, dass es halt so ein bisschen mehr rechts und links geht. Bei mir ist es ja komplett geradeaus. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal ein neues Format hinzugefügt habe. Vielleicht traue ich mich auch nicht und denke so, nee, oh, nachher kommt es nicht so gut an. Oder ist es das? Geht es durch deinen Kopf? Ja. Ist es so, dass du so voll oft, weil das ist so eine Sache, die ich mir immer sage, ist dieses, ich fühl's nicht. Weil ich fühl's nicht, ist immer so ein zweischneidiges Schwert. Ist so, findest du das wirklich nicht cool und kannst das begründen vor dir selber? Und das hat so einen objektiven Grund? Oder ist es so ein subjektives Gefühl von, ich lehne das ab, weil ich Angst davor habe und ich will mich nicht länger mit dem Gedanken beschäftigen? Verstehst du, was ich meine? Weil ich fühl's nicht, da stecken die zwei Sachen drin. Ja, 100% so. Das ist halt... ich weiß nicht, dafür musst du halt auch irgendwie dann der Typ sein, der auch dann mal, wenn was einfach scheiße war, sagt, ja, es war scheiße halt, ne? Aber war ein Versuch wert. Aber irgendwie habe ich dann alles, oder irgendwie, ich nehme das halt auch noch, also natürlich, ich mache es aus Spaß, aber ich nehme das halt 100% ernst, was ich mache. Ja, 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 so, deswegen ist es halt schwer, dann so einen Kompromiss zu finden. Oder es muss halt schon wirklich, ich muss dran sitzen und mir denken, ey, das ist es so. Das ist genial einfach. Aber... ich weiß nicht, wenn du halt... Du hast echt geisteskranken Anspruch an deinen Content. Ja, obwohl das so... das könnte. Es kommt nicht so ganz... also nee, überhaupt nicht. Also es wirkt ja bei dir so, sag ich mal... du hast ja manchmal auch diese absichtlichen Sachen, wo du es so hinrotzt oder so. Aber das ist ja auch alles super viel überlegt. Ja. Ja, ich glaube, also, ich glaube, dass es viele gibt, die wahrscheinlich so mit das Gleiche machen könnten, halt aber in viel schneller, weil die halt jetzt nicht so krasse Kopfmenschen sind. Dadurch, dass ich halt wahrscheinlich jeden Cut, wenn man ein Video anschaut, und ich mache ja übertrieben viele Cuts und Zooms, den schaue ich mir halt meistens 20, 30 Mal an. Selbst wenn alles fertig ist, schiebe ich das noch um eine Millisekunde. Aber dafür hast du verdammt gute Cuts, Junge. Ja, aber du hast diese geilen Cuts, die so schnell sind, dass du die gerade kurz checkst und dann sind die schon weg, wenn du lachst. Ja. Du hast da echt teilweise Timings, die sind crazy. Andere Leute machen den eine Sekunde zu lang und dann bin ich schon so, alter Bro, das war richtig... wie bei einem Rapper irgendwie Offbeat oder so. Also da hast du auch mich verdorben als Zuschauer. Ja. Also du machst echt gut. Keine Ahnung. Ist halt schwer, aber dadurch wird es halt auch dann... und deswegen war ich dann auch wahrscheinlich ein Jahr weg irgendwann. Wurde es mir zu... wie soll ich sagen? Es wurde mir zu strukturell alles. Weil irgendwie also so dann, schematisch, dass du immer warst, genau. Okay, jetzt mache ich das, dann mache ich das, dann mache ich das. Und dann fühlt sich so jedes Video irgendwann so 80-90% ähnlich an. Ja, ich habe dann irgendwann versucht... ich habe jetzt nicht wirklich dann mit Leuten darüber gesprochen, wobei es auch, wenn ein Video fertig ist, schaue ich es mir auf jeden Fall nochmal mit 3-4 Leuten vorab an. Auch mit Luca, mit Dave, die ja geteilt durchschneiden. Die Jungs sind richtig nice.
Aber ich habe dann irgendwie versucht... Grüße gehen raus, dieses Monster. Ich habe dann... Ja, voll. Ich habe dann versucht, mich in die Sicht von einem Zuschauer hineinzuversetzen, der dieses Video jetzt auf dem Klo anschaut, okay? Das heißt, seine Berührungspunkte sind wirklich 5 Minuten und mehr nicht. Das heißt, ich habe gar nicht versucht, dass ich irgendwie voll das krasse Bild von mir da lasse, sondern ich will einfach nur schauen, okay, was kann ich machen, dass der während den 5 Minuten einfach vielleicht auch unterbewusst abgeholt wird. Und das sind dann auch zum Beispiel wiederholende Sachen. Zum Beispiel in der Minute 1,20 passiert irgendwas, okay, und es kommt in Minute 4 nochmal vor. Und weil alles so schnell geht, aber du es schon mal bei 1,30 gesehen hast, du bei 4 das nochmal wiederholt, obwohl es vielleicht auf dasselbe hinausläuft, kann es dich nochmal abholen. Und da habe ich so versucht, halt Strukturen reinzubekommen in die Videos, dass ich halt irgendwie dann, ich saß halt zu Hause und dachte, das ist ja nicht so, dass ich Leute auf der Straße gefragt habe, aber dann, dass ich halt einfach dachte, okay, das wird schon irgendwas mit denen zu Hause anstellen, dass sich das nochmal so kurz wiederholt in dem Video oder dass das vielleicht nochmal hängen bleibt. Und das sind dann so Sachen, wo ich dann irgendwann zu Hause war und dachte so, okay, ist es jetzt gerade wirklich noch so, also mache ich mir schon zu viele Gedanken und will ich hier gerade irgendwie... Fällt es nur dir auf am Ende? Habe ich gerade einen Baukasten, den ich entwickeln will, nachdem ich einfach so das abarbeite und denke so, okay, wie kann ich die jetzt einfach so krass abholen? Oder mache ich es gerade einfach nur wirklich, weil ich halt einfach zu Hause sitze? Und dann wurde mir halt bewusst, okay, das ist halt jetzt gerade mehr, als ich sitze nur zu Hause, sondern ich versuche irgendwelche Sachen zu finden, wo halt Leute immer und wieder kommen, zurückkommen. Und obwohl es das Gleiche ist, würdest du die jedes Mal abholen. Und wenn du halt dann irgendwie zu Hause bist und, keine Ahnung, auch ein bisschen so ein Kopfmensch bist, dann kann es auch mal zu Blockade werden, einfach für dich selber, weil du dir denkst, okay, so jetzt übertreib mal nicht. So, also auf was willst du hinaus? Du nimmst es gerade ein bisschen zu ernst, oder? Ja, wovor hast du da Angst? Also ist es so, also was blockiert dich da so? Ist es eine Angst? Ist es ein Druck? Ist es, also... Nee, die geilsten Videos, die ich zum Beispiel anschaue, das sind halt so zwanglose Videos. Mhm. Ne? Also ich rede von so 3 Minuten Videos, wo halt, keine Ahnung, Memes drin sind oder Sachen, die passiert sind, wo einfach was random passiert, was du nicht vorherschauen kannst. Ja, aber ja, das ist halt auf natürlichem Wege entstanden. Darüber kann ich am meisten lachen, das enjoy ich am meisten, weißt du? Oder diese Videos, die auch jeder kennt um 4 Uhr nachts, wo du mal drüber stolperst, wo du nicht dran nachgefragt hast, aber YouTube zeigt es halt an. Ja, ich verstehe. Und dann merkst du halt so, okay, du versuchst jetzt gerade so irgendwie auf Zwang oder vielleicht nicht unbedingt auf Zwang, aber halt du versuchst da irgendwas so hinzuleiten, dass du vielleicht dann beim nächsten Mal noch krasser denkst oder noch krasser denkst, dich noch mehr vertiefst oder dass es vielleicht auch ein bisschen krankhaft wird. Ich weiß nicht, wie ich es sonst beschreiben soll. Ist auch ein bisschen schwer zu beschreiben. Für mich selber halt persönlich, aber... Wie, also was ist für dich schwer zu beschreiben? Ja, was dann so bei einem Prozess, was ich mir so denke, wenn ich schneide, weil das einfach so 1000 Sachen sind. Oder... Was sind die 3, an die du am öftesten denkst, von den 1000? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich denke über alles, über alle 1000 Sachen genau gleich stark nach. Und deswegen gibt es auch manchmal Momente, glaube ich, wo ich eine Woche, 2 Wochen, einen Monat verschwinde oder 6 Monate oder 1 Jahr. Weil es so zu viel wird? Ja, ich glaube, das Geilste ist, was einem passieren kann, ist, dass man es anschaut, man feiert das und egal, auch wie es bei den Leuten ankommt, wirst du es halt feiern. So, aber ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt hatte. So, als ich dann ein Jahr weg war, schon monatelang war, ging es dann so, dass ich mich so intensiv mit einem Video beschäftigt habe, was 4 Minuten geht, dass ich es hochgeladen habe und selbst bei dem, also ich habe es gerendert und dann habe ich ein paar Leute gefragt, ob die vorbeikommen können auf dem Discord, damit die es mal anschauen können, so das Video. Und bei dem Prozess vom Video abspielen war ich schon gar nicht mehr am PC, weil es mir so nah ging. So, und ich wollte irgendwie dann so Abstand gewinnen. Ja, und das ist halt super schade. Weil dann, das Video lief, fertig gerendert. Ich war 5 Minuten weg vom PC. Nach 5 Minuten wusste ich, okay, ich komme wieder. Ich frage so, ey Jungs, war da irgendwo ein Fehler? Nein, war kein Fehler. Wie fandet ihr es? Ja, ich fand's gut. Okay, ich lade es hoch. Dann habe ich es hochgeladen. Und das erste Mal Feedback von dem Video habe ich dann erst gesehen. Und das ist halt übel traurig eigentlich, als ich das nächste Video hochgeladen habe. Weil wenn du ein Video hochlädst, ist dann unten rechts irgendwann so, musst du zum Videomanager gehen, wo du halt siehst, ist es hochgeladen, ist es HD, ist es monetarisiert oder nicht.
Und erst als ich da wieder draufgeklickt habe, habe ich gesehen, was überhaupt mit dem Video passiert ist. Oh, aber ich muss sagen, ich bin gerade so das letzte halbe Jahr ungefähr aus so einer Phase raus. Also irgendwo so. Also dieses so uploaden und dann das nächste Video random gucken, was die Kommentare waren vom letzten Mal. Und ich bin eigentlich so ein Typ, ich gucke mir gerne die Kommentare an und das, was die Leute halt sagen. Ja. Aber irgendwann stresst dich dein eigener Content und dieser Grind so sehr, dass dir einfach schwer fällt, dich sofort damit auseinanderzusetzen, weil du schon so auf null Energie bist und dann, also ich verstehe voll, was du meinst, dieses auch nicht mehr noch einmal, so einfach dieses hinter sich lassen wollen. Das ist, okay, krass, das ist so ein, und dann hast du da dann gesagt, okay, jetzt genug, Alter, ich kann das nicht. Ja, dann, nee, ich saß halt da und dann wurde mir eigentlich bewusst, dass das für das, was wir halt machen können, wo wir die Möglichkeit haben, dass es halt übertrieben schade ist. Und dann habe ich auch irgendwie nicht versucht, da einen Weg zu finden, das so zu bessern. Oder ich habe dann halt auch nicht wirklich mit jemandem drüber gesprochen. Wann war das? Ja, eigentlich dann, als das letzte Video kam, es war, ich hatte ein Jahr Pause von 2021 bis 2022. Ja. Und, Pass auf, das ist ein Schenken. Ja, ja. Ich glaube, sie ist schon. Nee, ist sie nicht. Und dann, Ich habe immer Angst, was zu machen, weil ich nicht weiß, muss die irgendwie aus irgendeinem Grund auf die andere Seite oder muss die dort rüber? Und dann habe ich so das Gefühl, ich greife in Natur ein, aber dann denke ich auch, ja, also, wird die gleich überfahren von dem Fahrrad? Weiß nicht. Das sind meine tausend Gedanken. Ich weiß nicht, ich hoffe einfach, dass sie jetzt geblickt hat, dass sie in die Richtung gehen soll, weil es dauert noch 2 Tage, bis sie drüben ist. Und da kommen noch in der Zeit irgendwie gefühlt noch 400 Fahrräder. Achso, ja, 21 bis 22, ja. Das war dann in der Phase, aber das war auch schon, ein bisschen hat sich davor schon mir so, also mir wurde schon so ein bisschen davor bewusst, dass ich jetzt vielleicht versuchen sollte, mal irgendwie in gewisser Weise eine Ablenkung zu finden, weil dann auch der Prozess mit dem Musikmachen mir halt auch irgendwie dann nahe ging, weil ich das halt nicht so halbherzig machen will, sondern halt richtig. Und das war dann aber auch wieder eine weitere Baustelle, dann hatte ich noch andere Baustellen auch einfach, so privat paar Sachen, ne? Und es ist halt dann einfach, entweder du bist halt ein Typ, der aufwacht, alles ausblendet, ey, ich, egal was kommt, ich muss mein Ding machen. Und was waren das für private Sachen so ungefähr? Ja, sagen wir mal so, ich habe mir dann Gedanken gemacht über alles, was du nicht selber bestimmen kannst, sondern was halt einfach, was das Leben noch drumherum einfach so ist, was dich aber beeinflusst als Mensch. Nee. So darüber, das waren halt dann so ein paar Sachen, wo ich ein bisschen länger gebraucht habe, um damit klarzukommen noch nebenbei. Und dann auch war ich so nicht irgendwie so ganz mit mir selber persönlich einfach happy. Wieso nicht? Also womit warst du nicht happy? Ja, generell einfach mit der generell so mit der ganzen Entwicklung, dass ich halt dann einfach viel zu Hause saß oder mir für andere Dinge nicht Zeit genommen habe oder dann manche Sachen so gescheitert sind, so im privaten Leben, sag ich mal, wo man auch selber dann über sich reflektiert und dann merkt, okay, krass, das ist auf jeden Fall so passiert, weil du halt dann irgendwo anders Prioritäten hattest. Oder ich hatte auch so mal mit euch dann Gespräche und ihr sagt so, ja, ey, man sieht dich ja gar nicht mehr wirklich. Und ich war halt so, ja, ich komme jetzt eine Stunde ins Office, aber ich muss wieder nach Hause, weil da liegt noch so ein Video, was ich machen muss. Und da habe ich halt dahingehend, finde ich, das halt übertrieben ernst genommen, habe dafür gelebt so für die ganze Sache. Ich meine, ich bin aufgestanden, PC angemacht, Kaffee gemacht, Zigarette geraucht, Kaffee leer getrunken, zweiten Kaffee gemacht, zweite Zigarette geraucht. Dann habe ich mich am PC gesetzt, habe irgendwie 2 Stunden geschaut, was abging auf YouTube und generell mit allem, Twitch, Clips rausgesucht. Und natürlich, das ist ein Job, das ist einfach dann ein Job, den manche in anderen Sachen, also jetzt nicht mit YouTube, aber die haben ja, das ist dann einfach so ein Arbeitstag, der sich so entwickelt hat, aber... Nein, und es ist ja dort auch so, dass manchmal halt diese, das ist ja nicht predictable, das ist ja nicht so wie, es ist kein linearer Job, sondern es kann ja dann manchmal sein, dass du so 2 Stunden voll in einem Rush bist und 3 Stunden so nur Müll passiert. Ja. Und dann sagst du, okay, dann here we go, weitere 2 Stunden und wir hoffen, dass der Rush kommt. Voll. Voll. Ich habe einfach dann auch so geschaut, dass halt einfach vielleicht da ein bisschen mehr Freiheit wieder stattfindet, ein bisschen mehr
Tu es gar nicht, was du machst. Hat sogar geklingelt, aber der Kopfhörer aufhört. Gar nichts. Ich glaube auch Loki hört er einfach so Songs. So irgendwie. Linkin Park, nice. Das ist jetzt ein Thema, da stolpern wir so ein bisschen im Gespräch, weil ich halt selber noch dann damit auch noch so teilweise. Du verarbeitest es noch mäßig. So noch mir Gedanken machen muss, um auf eine Lösung zu kommen. Aber ja, ich will halt. Wollte dann auch so persönlich einfach ein bisschen weiterkommen. Und pass bitte kurz auf, weil da ist ein Kind und ich glaube, der checkt nicht so ganz. Das Kind wird dich so mitnehmen. Oh, es sagt Ding Dong. Der Typ ist einfach aus wie Pepe, nur mit schwarzen Haaren. Alter. Das Ding ist halt, der Typ ist halt im 28. Gang, das Kind im 5. und es muss halt mithalten, ne? Aber ja, das ist halt, so ist es ja Pause entstanden, habe ich gesagt, okay, ich will mehr streamen. Dann war ich aber auch nicht so der beste Streamer. Wieso nicht? Ich fand deine Streams gut. Ja, aber ich war dann auch nicht so regelmäßig am Start, sondern war halt eher dann so ein... So regelmäßig wie ich, meinst du? Ja. Okay, weiß auch also nicht. Du warst regelmäßiger als ich, also ja. Bitte. Ich hab's irgendwie so halt dann besser versucht, hab dann aber auch gemerkt, so okay, so der klassische Streamer kann ich auch nicht werden, weil ich gemerkt habe, okay, jeden Tag 8 Stunden Gas geben und da irgendwie so ballern, ist... Das wird mich so töten, Alter. Ich könnte so 2-mal die Woche, finde ich, abends sich schon hinzusetzen, fällt mir schwer zu streamen. Und es macht übel Spaß. Aber ich finde es auch krass. Es ist so addicting und energizing. Also 2-3 Stunden nach dem Stream, ich kann nicht pennen. Ja. Ich bin so wie auf Drogen. Weil ich finde, für Streamen ist es halt geil, wenn man so ein Typ ist, der immer Bock hat auf neue Sachen. So auf neue Games, auf irgendwelche neuen Geschichten. Der auch überkrass socializen kann. Pass auf. Ey, wenn hier ein mobiler Blitzer wäre, ich schwör's dir. Hä, aber auch der. Aber. Der hat's gar nicht provoziert. Ja, ja. Im Sinne von, wenn du halt als. Wenn du überkrass bist, zu sagen, ey, komm, wir streamen morgen jetzt von 16 bis 18 Uhr, wir machen das und das. Mhm. Also, aber auch mit Leuten, mit denen du dann halt nur auf Twitch zu tun hast. Natürlich, wenn du bei dir auf Events siehst, natürlich wirst du mit denen reden, klar. Aber das ist mir dann auch nicht so leicht gefallen, weil ich halt immer so im selben kleinen Kreis bin. Und das müssen jetzt irgendwie. Auch nicht die bekanntesten Streamer sein. Nein, es müssen korrekte Freunde. Leute sein. Ja, ich fühle das so sehr. Spaß haben kann. Und dann ist mir halt aufgefallen, okay, wenn du halt wirklich geil streamen möchtest, dann musst du da halt von Person aus und von Natur aus was mitbringen, dass du das halt einfach so rockst. Weil das halt auch halt für die Leute geil ist. Und so baust du dir halt so langsam einen kleinen Kreis auf, so wie ich es dann auch gemacht habe, der auch ganz cool war. Aber so darüber hinaus, wenn du halt versuchst, Dinge zu perfektionieren, wirst du halt auch dann an den Punkt kommen, wo du merkst, okay, das ist meine Persönlichkeit oder ich als Mensch, ich das wäre nicht ich so. Das ist der komplizierteste Punkt, finde ich, an Personen des öffentlichen Lebens sein. Wo das so an dieses Perfektionieren oder heute sagt man eher Optimieren, Spaß, aber so ist, wo das dann, wo du dich anders verhältst, als du dich eigentlich fühlst oder wollen würdest. Und dann ist halt immer die Frage, okay, wie lange kannst du das und inwieweit ist das jetzt halt. Weil manchmal ist ja eine Weiterentwicklung deines Charakters, aber manchmal ist es halt auch ein Anpassen an Umstände, die dir persönlich gar nicht gefallen. Und das halt in den Augenblicken ist wieder wie mit diesem Fühl-Ich-Diskussion. So, weißt du, ist das jetzt eine Sache, die rational schlau ist, aber für dich gegen deine Ethik und deine Integrität geht? Oder einfach nicht passt zu dir, die du nicht willst? Oder ist das eine Sache, vor der du einfach Schiss hast, aber die eigentlich für dich eine Entwicklung deines Charakters wäre? Genau. 100%. Und es ist echt schwierig. Also ich muss sagen, ich finde Stream übel geil, ist auch übel anstrengend. Also ich habe krassen Respekt vor jedem, der regelmäßig streamt. Und mir ist es auch schwer gefallen. Also ich zum Beispiel finde, ich habe schwer Anschluss gefunden, weil ich bin da so ein sozialer Mensch. Wie wenn du in so eine Party kommst oder in Discord, ich will, dass da ein paar Leute sind. Ja. Dass du diesen Background-Noise hast, ein paar Leute, so, weißt du, so random Shit reden, dir so irgendein dummes Video schicken, dass so irgendwas passiert. Ja, voll. Und alleine dann so, für mich zum Beispiel dieses alleine Stream ist dann auf Dauer auch. Ja, es ist anstrengend. Also deswegen, ja, ich fühle das. 100%. Und ich glaube auch, und die meisten, die selber streamen, würden da auch mitgehen, es ist auch schon wirklich schwer auf, ich starte jetzt einen Stream und bin wirklich in allen Aspekten 100% ich. Das wird da in gewisser Weise halt nicht so wirklich gehen. Also ich weiß, das ist halt schwer, dann wirklich alles so zu machen, was man halt wirklich selber feiert, dass man auch sagt, ja, ist mir jetzt egal, was am besten wahrscheinlich ankommen würde, sondern so, ich mache es einfach so, wie ich es will. Und davon gibt es halt nur eine Handvoll, finde ich, glaube ich. Ja, also ich glaube, das ist auch voll schwer. Ich meine, du guckst jetzt, okay, ich mache jetzt, was ich fühle, ich bin befreit. Ein Blick auf die Zahlen, okay, Fortnite installieren, Spaß, aber ja, du weißt es schon. Safe.
Und das gibt's, so, das gibt's. Und dann musst du halt irgendwie schauen, dann immer, dass du dich da so zurechtfindest und dass du da deine Zeit hast. Aber das war dann auch irgendwie nicht so meins, sondern keine Ahnung. Was, streamst du nicht mehr so oft? Doch, ich hab's dann versucht. Ich versuche jetzt wieder regelmäßiger so zu streamen. Wie oft streamst du? Das kann ich dir gar nicht sagen. Da habe ich keine Konstante. Aber du streamst schon relativ häufig, schon ein paar Mal die Woche. Ja, also ich versuch's halt. Aber wie jetzt zum Beispiel letzte Woche, wie oft hast du gestreamt? 3-mal. Ja, okay, aber das ist ja nicht unkonstant. Glaube ich. Nee, war ich dazu. Ich glaube auch, das ist ein gesundes Niveau, sage ich dir ehrlich. Ich glaube zum Beispiel so, ich hab gestern so einen Short gesehen mit Hungriger Hugo, als irgendwie 76 Tage da, Sellout, ich weiß nicht, oder wie auch immer. Ich finde es crazy, Alter. So everyday zu streamen, was? Wer? Hungriger Hugo? Nein. Let's Hugo. Was? Let's Hugo. Hugo Streamer und Hugo YouTube-Kanal sind nicht dieselben Hugos. Echt? Sind die nicht? Tough. Das ist krass. Das ist krass. Und da haben wir den nächsten, Freunde. Ich schwör's euch, es gibt Leute da draußen, die denken das immer noch. Ich guck ja das, ich guck nicht so viel. Ja, ich weiß. Es gibt ja Hungriger Hugo, der... YouTube-Kanal, der diese Highlights macht. Genau, der das nice zusammencuttet mit den Jungs und so. Und Hugo? Streamer? Ist nicht derselbe. Warte, der bei Revi in der ersten Folge war, wer ist das? Das ist doch Hungriger Hugo. Boah, das war es doch nicht schlimmer. Ich sag doch schon dreimal, das ist ja nicht. Warum sagst du es immer noch, Tim? Ey, das ist krass. Hä, aber wer ist dann Hugo? Was? Auf was willst du hinaus? Ich feiere das, dass du das reflexartig... Ja, aber es gibt Hugo, den du gesehen hast auf Twitch. Der Streamer Hugo. Genau. Das ist Hugo. Okay. Und dann gibt es ja noch Hugo, der einfach schneidet. Ja. Okay, ja, sorry, ich dachte, das sind dieselben. Also er hat auch schon gestreamt, so ist es nicht. Oh. Und ich weiß nicht, ob er gerade immer noch aktiv streamt, ich glaube aber nicht. Aber der macht dann die Videos. Nein, aber also auf jeden Fall Hugo, der nicht hungriger Hugo ist, hat 76 Tage da am Stück gestreamt und er streamt ja every day. Ja. Und da habe ich auch diese Dinger gesehen, wo Reef ihm gesagt hat, ey, so, geh mal raus, mach mal irgendwas und so. Und das halt jetzt auch dieses TFU-Video oder so gesehen, wo der, glaube ich, auch gesagt hat, so, der ist jetzt weg. Ja. Und ich fahre dann immer diese Charlie-Videos, wo er das so kommentiert und so seine Meinung dazu gibt. Ja. Aber ich muss sagen, da halt, das ist so ein Ding, das habe ich auch Nico häufig gesagt. Ich habe so gesagt, ey, ja, das ist kurzfristig vielleicht gut, everyday zu streamen. Aber ich glaube, das ist krass charakter- und gesundheitsschädigend, wenn du so diese jeden Tag 8 bis 10 Stunden da sitzt und streamst. Weil du hast halt auch irgendwann, also mal abgesehen von dieser Bewegung, die dir fehlt, ein normales, ausgeglichenes Leben, so deine Social, also so deine Familie, Freunde, bla bla, ist es halt auch einfach so, du erlebst ja dann auch irgendwann nichts mehr. Ja, du erlebst halt bei Events was oder bei Drehs, aber darüber hinaus... Ja, das ist nicht die echte Welt. Ja, ich glaube, das Problem ist auch, dass du musst dir ja vorstellen, als Streamer jetzt, aus der Sicht von jemandem, der jeden Tag live ist, wenn jeden Tag kommt jemand und wenn du sagst, du streamst morgen nicht, ist so, hey, warum streamst du morgen nicht? Voll schade. Also bist du irgendwie jeden Tag live für viele Leute. Was aber dann Leute unterschätzen ist, du bist zwar live, aber wenn du jetzt zum Beispiel fehlst, weil du ins Fußballtraining gehst, weil du einfach noch ein Leben drumherum hast von diesem, ich schaue mir den Stream an, wird es der Streamer nicht merken, sondern du kommst am nächsten Tag einfach wieder, bist am Start oder abends und schreibst halt, hey, geil, dass du da bist und so. Mhm. Und ich glaube, dahingehend ist es schon wirklich schwer. Der Erste, der schreiben würde, Bro, was fickst du ab? Komm. Ja, aber nur aus der Sicht jetzt mal, ne? Ist es, glaube ich, wirklich schwer als Streamer zu sagen, boah, ich glaube, wenn man es richtig ernst nimmt oder wenn man auch süchtig danach ist, zu sagen, ey, ich stream heute nicht, sondern ey, ich gehe heute jetzt hier, keine Ahnung, einfach raus oder erlebe was. Weil du halt immer irgendwie dann das Gefühl hast, ey, ich war nicht da, vielleicht habe ich was verpasst, aber im deutschsprachigen Raum. Na, wie viel verpasst du da jetzt wirklich? Weiß ich jetzt nicht, so von News, sage ich jetzt mal. Aber im Sinne von, okay, da sind's einfach Leute, die erwarten, dass ich live gehe. Ich glaube, deswegen, da wäre es natürlich noch geiler, mit jemandem zu sprechen, der jeden Tag live ist. Aber ich glaube, das ist schon eine hohe Erwartungshaltung so von den Leuten. Aber ja, jeder. Nein, weil Leute sagen ja, oh mein Gott, was beschwert der sich? Der verdient da 50 oder 100.000 Euro im Monat und streamt jeden Tag und so. Und ich denke mir so, Bro, ja, der verdient richtig viel Geld, will ich gar nicht drüber sprechen, aber das ist hart für die Psyche. Also generell so. Ich glaube, das lässt sich ja so. Das Beste, was dir passieren kann, ist ja, dass wenn du irgendwas machst, egal in welchem Bereich du tätig bist und du Feierabend hast, dass du einfach
dann das liegen lässt, ne? Bis morgen oder bis übers Wochenende. Dann kommst du da irgendwann wieder hin und machst weiter. Und ich glaube halt, dass es da in dem Bereich schon schwer ist zu sagen, ey, ich gehe jetzt off, Leute haut rein. Und dann halt zu sagen, ja, ich esse jetzt noch was zu Abend. Und dann lege ich mich hin und gehe pennen. Ich glaube, also wenn es einen Streamer gibt, der so drauf ist, dann Respekt. Weil ich glaube, die meisten gehen off. Und dann fängt es halt nochmal an, dass nachdem du halt 8 oder 10 Stunden live warst, halt dann dich weiterhin beschäftigst mit dem PC oder mit dem Handy. Klar, natürlich. Und das ist halt übel, überschwer. So. Aber das musste ich ja auch für mich lernen, so mit dem Umgang mit am PC sein oder generell irgendwie versuchen, auf sich zu bewegen oder Sport zu machen, dass man da halt auch irgendwie reinfindet oder Lust findet oder irgendwas findet, worin man überhaupt aufgeht oder Spaß hat. Weil ich glaube, das geht vielen so, dass es mittlerweile irgendwie schwerfällt, dass du was findest, was dir neben dem, was du sonst machst und dein Leben betrifft, du halt irgendwie da Ablenkung findest. Und deswegen, wenn du Streamer bist, wirst du auch viele Zuschauer haben, für die genau das, was du machst, das ist. Ja, 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 ich verstehe schon, was du meinst. Es ist halt auch schwierig, sag ich mal, die echte normale Welt zu vergleichen mit dem, was du als Streamer zurückbekommst. Das ist ja ein Suchtmechanismus letzten Endes. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel da bin im Stream, ich kann nur sagen, wie es mir geht, und für mich zum Beispiel, wenn ich sehe, da sind jetzt 1000 Leute da und die hören mir zu, selbst wenn es 300 sind, und die hören mir zu, wie ich über irgendwas spreche, was mir zum Beispiel voll was bedeutet, dann hast du auch so eine krasse Intimität, weil das ist ja manchmal wirklich auf so einem, also bei mir zumindest, auf so einem Level wie ein Tagebuch. Also ich rede so übel ehrlich und reflektiert und denke nach über Sachen. Dann hören Leute mir zu oder ich gucke mir Sachen an und dann kommen ja Gespräche und Tiefen zustande, die du gar nicht, also nicht mal nur im Schnitt mit deinen Freunden hast. Und dann kommen solche Zahlen so immediately rückwärts. Das ist dann so für dich so, wow. Und dann bist du so energized, dann bist du, oh, noch mehr und noch mehr. Und deswegen, ich mache da keinem einen Vorwurf, weil ich wirklich selber gemerkt habe, wie so, du bist dann so, ich sag mir so, okay, ich gehe um 23 Uhr, 24 Uhr off und dann hängst du halt bis um 2 Uhr nachts auf einmal da oder bis um 3 Uhr nachts, weil es einfach geil ist, weil es einfach Spaß macht. Ja. Und dann willst du das jetzt vergleichen, keine Ahnung, mit, okay, gehe ich jetzt morgen früh ins Gym, gib mir das jetzt genauso viel wie diese andere Sache. On the long run, ja, kopftechnisch, ich weiß, dass es das tut. Aber in diesem kurzen Moment ist das halt viel unmittelbarer, viel greifbarer, viel stärker, emotionaler. Und dann bleibst du halt da und sagst, weiter geht's. Ja, das stimmt. Das stimmt, ja. Aber wie kam es bei dir dann, dass du gesagt hast, okay, du kommst jetzt zurück und machst wieder Content? Das ist das, was ich, also jetzt gerade mit zum Beispiel, als ihr, ich fand es voll witzig, dass ihr euch da wieder zusammengetrommelt habt und gesagt habt, so, yo, ey, lass mal halt einfach wieder machen. Das war auch so, das ist ja das Nice daran, das war auch so ein natürlicher Prozess einfach, dass wir so wieder auch als Gruppe und auch mit dir, was wir sehr gefeiert haben, uns wieder so getroffen haben. Das ist dann einfach so entstanden mit, ey, komm doch mal vorbei. Hey, das war so ein witziger Tag. Ja, ja. Ich glaube, sowieso, ich weiß nicht, wann das hier rauskommt, aber dazu wird ja noch die Bombe platzen lassen mit Teddo und Mond. oder mit 5 Arten von. So für Leute, die halt so auf ein Flashback erhoffen. Aber ich habe dann... Fiebertraum. Ich war dann irgendwie... Das ist so krass. So das eine Jahr, wo ich keine Videos gemacht habe oder generell, die Zeit fliegt halt so schnell irgendwie so an dir vorbei. Ich weiß nicht, wie ich das irgendwie beschreiben kann. Du bist halt, also zum Beispiel, wenn ich jetzt versuche, ein Video die Woche hochzuladen und es ist Sonntag und das Video kommt Montag, dann bin ich so, Alter, wie konnte ich jetzt, also wie schnell war der Sonntag vorbei? Mhm. So, ey, das hat zeitlich mal wieder nicht hingehauen. So, ey, ich warte noch auf eine Einsendung, ist es die Einsendung des Wert, das Video warten zu lassen? Und in der nächsten Millisekunde sage ich so, natürlich, Alter, das ist so, ich brauche diese Einsendung, es geht nicht ohne. Oder ich muss das so und so machen, ich muss das noch organisieren. Okay, dann muss ich höchstwahrscheinlich aber kurz nochmal das neu drehen gehen, oder? Ich weiß nicht. Das dann irgendwie, um auf die ursprüngliche Frage zurückzukommen, war das halt so, ich war dann irgendwann, waren wir bewusst, okay, ich habe jetzt ein Jahr Pause gemacht und ich würde es selber übertrieben witzig finden, wenn ich exakt nach 365 Tagen zurückkomme. Oh, so war das Nachricht, genau nach einem Jahr? 365 Tage. Und dann war kurz Zigaretten holen. Genau. Digga, erst jetzt gecheckt. Auf das Datum und auf die Uhrzeit, genau, 18 Uhr ist halt ein Jahr her gewesen. Crazy. Ja, ja, und dann habe ich gesagt, okay, komm, das ist vielleicht wieder ein guter Einstieg. Ja, aber das ist halt auch irgendwie eine schwierige Zeit gewesen, weil in dem Jahr, wo ich dann keine Videos gemacht habe und nur gestreamt habe, hat es halt angefangen so mit meinen Großeltern, dass es denen halt so schlechter geht.
Und ich weiß gar nicht mehr, das Video kam am Wochentag. Ich weiß nicht mehr, es war auf jeden Fall halt kein Sonntag, logischerweise. Aber dann ist in der Woche dann meine Oma verstorben. Als das erste Video kam, das war schon sehr tough, so, weil man ja den ganzen Prozess für ein halbes Jahr begleitet hat, noch im Krankenhaus und sowas. Und, ja. So, das war sehr hart und ist wahrscheinlich auch immer noch der Grund dafür, dass man vielleicht auch jetzt noch so ein bisschen struggelt, weil ich glaube, jeder, der mal jemanden verloren hat, der so einem nahe stand, es kommt halt darauf an, wie du so drüber nachdenkst und generell über das ganze Leben. Und wenn du dir halt dann so oft die Frage stellst, okay, hätte ich da nicht noch ein bisschen mehr am Start sein können? Ja, Mann. Ich weiß ganz genau, was du meinst. Also ich kann mir so oft die Frage beantworten mit ja. Ich glaube, jeder, leider. Ja, und das ist... Aber das ist halt schon, das ist schon schwer so, weil da hat man auch schon viel Zeit investiert, vielleicht einfach so in YouTube oder in anderen Sachen, wo du hättest halt nicht unbedingt jetzt sagen müssen, ja, nee, ich gehe jetzt früher vom Geburtstag nach Hause, so, weil ich noch schneiden muss. Und ja, ich weiß, was du meinst, das ist so, du denkst dir so, ja, ey, dieses YouTube-Ding, das muss ich jetzt machen und das andere ist halt jetzt irgendwie ein Spaß und das wird ja nicht, das läuft mir ja nicht weg. Ja. Aber es war halt, also ich hatte es noch von meiner ganzen Familie, muss man auch ehrlich gesagt gestehen, noch am leichtesten, weil ich halt in Stuttgart wohne, in der Innenstadt und so meine Großeltern haben ja neben meinen Eltern gewohnt. Das heißt, die hatten es ja noch mal viel intensiver alles. Weil es alles sofort mitbekommen. Ja, auch meine Mom. Das heißt irgendwie, wenn die Oma ins Krankenhaus so musste, dann, weißt du, dann ist der erste Berührungspunkt erstmal die. Ja, du kriegst die WhatsApp, aber sie ist halt dabei. Und dann wirst du halt als Letzte angerufen und so tanzt halt mäßig an, ne? Aber ja. Was hatte deine Oma? Dadurch, dass sie jahrelang geraucht hat, also wirklich, als ich rede von lang. Ja, mein Opa auch schachtelweise. Alter. Ja. Dann fängt ja irgendwann an, dass dein Blut nicht mehr so leicht zirkuliert und alles, sondern kommen ja Ablagerungen oder irgendwelche, es bilden sich, ich kann das jetzt nicht genau medizinisch aufgreifen, ich glaube, das kannst du besser. Aber auf jeden Fall hat der Arzt Tumore entdeckt, im Hirn auch, ich glaube 3 Stück. Oh. Und dann ging es darum, ob man nicht Chemo macht und das ist halt alles dann in dem Alter nicht so leicht. Und dann irgendwie Medikamente, aber durch die Medikamente ist irgendein anderer Wert hochgegangen. Und dann, ja, dadurch, dass die Tumore auch, also ist jetzt kein chilliges Thema, aber auch im Gehirn größer wurden, dann verlernst du ja auch so sprechen zum Beispiel. Also das drückt einfach auf wahrscheinlich den Nerv oder auf das Zentrum, wofür dein Gehirn zuständig ist, dass du einfach sprechen kannst. Und dann ja, ich weiß, was du meinst. Das sind... Keine Ahnung, ich habe es meinem Opa mitgemacht, der hatte dann auch Krebs, OPs, alles da. Und du siehst halt, wie es denen wirklich immer schlechter geht und du weißt, das ist halt kein Happy End so. Und du hast immer zwischendrin diese Hoffnung und man kriegt's hin und dann ist so, ich kann es mir vorstellen, da bei diesen Hirnsachen ist es halt, du kommst dann halt von einem Tag auf den anderen und auf einmal ist es halt nochmal so eine krasse Stufe schlechter und das sind so... Ey, das war, ja. Aber das ist halt auch die andere Seite vom Leben. Deswegen so, ich weiß nicht. Ich finde es wichtig, das sich aber zu vergegenwärtigen. Auch, ja, auch wenn es nicht angenehm ist. Aber es ist, natürlich ist es wahrscheinlich so von Trauer überdeckt, aber dann noch mal so bei ein paar Momenten dabei gewesen zu sein, war dann schon so gut, keine Ahnung. Du bist ja auch gläubig, ne? Ja. Halt auf deine Art und Weise, ja, so. Ja. Ja, aber ich auch auf meine Art und Weise, ich hab jetzt keinen. Aber ja, das war schon tough. Oh. Das ist halt schwer, sich da keine Vorwürfe zu machen, weißt du. Ist halt, entweder du bist halt jemand, der sagt, ja, es ist passiert, es ist das Leben, ey, das gehört dazu. Oder du bist halt jemand, der dann so für Akzeptanz finden oder diese ganzen Gedanken, worüber wir gerade gesprochen haben, dass dir dann so, dass du dich damit leichter abfindest oder keine Ahnung. Ich weiß nicht, ich glaube, ich weiß nicht, Bro, das sind so Momente, da will ich jetzt auch einfach einen Arm nehmen und das ist alles dann unangenehm, weil mir das so leid tut, jemanden so leiden zu sehen und
Ich glaube, viele Leute kommen dann in der Situation und wollen irgendwie Ratschläge geben. Das will ich nicht. Bei mir ist es, Bro, ich sag dir ehrlich, ich habe zum Beispiel mein Opas krasse Dingfigur für mich gewesen, halt ohne Vater, nur mit Mutter, dann war halt der für mich so ultra, ultra close. Und ich weiß nicht, du wirst wahrscheinlich auch bei deinen Großeltern einige Sachen haben, wo du so einfach sagst, das hat dein Leben geprägt, so, weil du einen Teil deines Charakters, den du heute hast, durch sie hast. Und dir das dann auch nochmal so die Stufe weiter, die das vergegenwärtigt, dass deine Eltern halt auch nicht für immer da sind und so. Das ist so diese harte Seite des Lebens. Voll. Voll. Ja. Und das ist, glaube ich. Ich finde es aber auch so gar keine schlechte Vorangehensweise, dass man halt dann, weißt du, so Ratschläge zu geben ist gut, aber ich glaube halt, da irgendwie aus eigener Stärke halt mit sich selber da dann irgendwann mal mit sich selber halt mit was abzufinden oder auf eine Lösung zu kommen, das ist halt mit das Wichtigste. So kannst du ja auch nur im Prozess, und es ist ja egal, was im Leben ist, so kannst du auch nur wirklich damit abschließen. Natürlich. Safe. Nein, mit den Ratschlägen meine ich nur, das ist so anmaßend, wenn Leute kommen und sagen, yo, keine Ahnung, geht's beten und es wird besser. Ja. Weißt du, sowas meine ich jetzt. Das meine ich. Also mit sowas will ich nicht kommen. Ich kann nur bei mir sagen, ich kriege auch manchmal Heulkrämpfe, einfach wenn ich an meinen Opa denke. So, es kommt aus dem Nichts, und dann ist es halt so ein Tag, wo ich das irgendwo einfach spüre. So. Keine Ahnung, ich spüre irgendwo, der ist da, oder ich spüre die Nähe. Das ist dann irgendwie besonders, das ist schön, das ist schlimm, das ist so irgendwie alles auf einmal. Und dann gehst du auch die Momente durch, wo du so denkst, so, ey, guck mal, ich weiß nicht, bei mir war es halt so, ich hatte halt viele so Ziele in meinem Leben, wo ich halt dachte, ey, ich kann das, du, weißt du, du kannst es so deinen Großeltern oder Leuten, die dir wichtig sind, für die du das machst, denen auch zeigen. Und du weißt so, der Moment kommt nicht. Ja. Aber es hat einen Grund, warum das so ist, und das ist halt Schicksal. Ich will es nicht hier rumfahren, damit ich es erzählst, aber. Ich glaube, in der Situation hat sich schon fast jeder befunden. Ja. Aber das ist halt. Ey, und das ist halt das Krasse, wenn du halt selbstständig bist oder für dich selber verantwortlich bist, dich selber irgendwo so einzuordnen, dass du nicht jetzt auf Platz 1 bist und alles andere kommt danach, das ist halt schwer. Weil, ey, es gibt, wie gesagt, dieses Beispiel mit, ich gehe früher vom Geburtstag, könnte ich halt hundertfach aufzählen, wo ich gesagt habe, keine Ahnung, gehe ich jetzt noch zu meinen Großeltern ganz kurz, ah nee, sind die vielleicht enttäuscht, dass ich nur 5 Minuten da war. Ich fahre jetzt direkt und setze mich direkt am PC, so einfach. Aber so im Nachhinein würde ich es halt jetzt so nicht mehr entscheiden, ne? Ist klar. Ja, und dann erzählt man es irgendwann seinen Kindern, wenn man welche hat. Komm jetzt, du musst kommen. Ja. Und dann, ich habe keine Lust, Jim, das war ein Spiel. Das ist halt, keine Ahnung. Aber ja, das war auch eine lange Phase in meinem Leben, und die ich dann wieder erst so kennengelernt habe, weil mein anderer, okay, ein Opa habe ich nicht kennengelernt. Mhm. Mein anderer Opa ist 2006 verstorben. Und dann, wenn du halt überlegst, okay, von 2006 ist halt bis 2022 halt niemand verstorben. Das sind halt extrem viele Jahre, wo dir halt mal rein prinzipiell so die Sonne aus dem Arsch so scheinen kann, weißt du? Weil du hast keinen Berührungspunkt mit diesem Thema. So, und dann in einem Jahr passiert auf einmal das, so dein, jemand noch anders von der Familie ist verstorben auf einmal, so bei dem ich noch so auf dem Balkon saß vor ein paar Wochen zuvor, wegen einem, ich glaube, der hat einen Herzschrittmacher. Dann ist meine Oma verstorben. Dann ist noch mein Opa verstorben darauf. Und ja, das ist halt, dann denkst du so, okay, sowas noch mäßig. Aber deswegen, das ist halt das, was so, wofür ich den Beruf liebe, ist, dass ich halt durch Freiheit und durch Glücklichsein halt am besten funktionieren und Videos machen kann und unterhalten kann. Mhm. Aber wenn du halt Phasen hast, und so eine Phase kann in dem Bereich halt locker auch mal über eine Woche gehen oder zwei, wo du dich halt nicht danach fühlst. Safe. Und eine Woche oder zwei ist schon echt so Formel 1 mäßig. Und dann aber trotzdem so hochzuladen oder zu performen. So wahrscheinlich ist es schon so, dass es nicht auffallen würde im ersten Moment. Aber dann so irgendwie Glück zu haben, dass man damit Geld verdient in dem Alter, dann sage ich dir ganz ehrlich, bin ich der Letzte, der sagt, nee, ich setze mich jetzt trotzdem hin. So, das Geld muss so kommen einfach. Das wäre dann in dem Moment einfach nicht ich. Und so, ich habe ja keinen Bock, dann mich für
irgendwas, nur weil dann halt so was da ist. Und natürlich, ich vergesse ja nicht die Leute, denen es genauso geht und die durch die Videos einfach eine Ablenkung finden. Aber es fällt mir halt einfach schwer dann. Naja, aber Bro, ich glaube, das ist jedem klar. Ich verstehe auch den zusätzlichen Druck, den man sich da macht, aber das verstehe ich voll. Also, ey, ich habe selbst, keine Ahnung, ich war kurz auf OMR, meine Mutter hat mich angerufen, unser Hund ist verstorben, so halt sehr plötzlich. Und dann konnte ich auch nicht mit Leuten reden dort. So. Ja. Dann bin ich würde es auch am liebsten wollen, aber ich bin dann nicht so imstande. Und dann sage ich mir auch so, okay, ich kann einfach nicht und das ist jetzt so. Und fertig und egal. Also so, weißt du, ich meine, das sind so die seltenen Momente und sonst bin ich immer so ein People-Pleaser. Und sage dann auch, okay, das muss ich jetzt, egal wie ich mich fühle und ich mache es jetzt, aber... Also will jetzt das nicht mit Hundsterben vergleichen, aber ich will nur sagen, es gibt Sachen, die einen Impact haben auf deine Gefühle, wo man sich nicht rechtfertigt. Ey, das muss ja nicht mal der Tod von einem Haustier oder von jemandem sein, der einem sehr nahe steht. Das fängt ja bei irgendwas an, was dich halt im Leben beschäftigt. Ne? Das kann auch auf einer anderen Ebene irgendwie ein Sport sein, wo du dann halt jetzt auf einmal nicht mehr so, wo du eine schlechte Nachricht bekommst. Es kann ja auch sein, dass du lieber Stamm spielst, auf einmal kriegst du gesagt, du spielst jetzt nicht Stamm und dann sitzt du da, weißt du, und das beeinflusst dich und damit ja, musst du halt Dinge verarbeiten. Ja, aber das sind so Sachen, wo du ja noch Hoffnung hast, weißt du, was ich meine? Wo du noch so sagst, ey, ich kann trainieren, ich kann besser werden, es gibt da so noch diese Hoffnung auf ein Happy End, aber weißt du, bei so Sachen wie Tod, und ich muss sagen, ich finde es gerade irgendwie so, auch wenn es so ein krass negatives Thema ist, finde ich es gerade so befreiend und erleichternd oder auch so erfrischend, über sowas zu sprechen, jetzt vor allem auch mit dir. Also, nicht, also wie kann man das sagen, nicht das mögen das Thema, aber ich finde zum Beispiel gerade ist es sehr viel so, weißt du, Positivität und Leute wollen so escapen von der Realität, von den harten Scheißsachen und jetzt so mit dir, aber in so einem Format über sowas so ehrlich zu sprechen, finde ich voll, ich weiß nicht, also mir tut es voll gut gerade, weil ich vielleicht auch kann, also so, ich höre dir voll gerne zu, deswegen, also ich finde es voll. Ich glaube, es ist halt, das ist ja ein Thema. Man beschäftigt sich zu wenig mit solchen Dingen, finde ich. Ja, weil wenn es nicht da ist, dann ist die Welt so eine heile Welt. Aber das ist so, das macht dich viel dankbarer, weißt du? Das sind so, das nimmt so diese Pseudo-Schwere des Lebens weg, wenn du jetzt so kommst und denkst, du bist so in diesem Grind, man muss so dieses Geld machen, man muss so dieses, weißt du, den ganzen Scheiß, den du den ganzen Tag erzählst, um irgendwie reinzupassen oder zu funktionieren. Ja, ja. Und dann kommt so sowas. Und ich war zum Beispiel, das ist so super weird, als mein Hund gestorben ist, ich war so, draußen hat es geregnet und ich habe so alle gesehen, wie so alle so, oh, und es war so in Hamburg so übel geregnet und ich bin da so durchgelaufen und wir waren dann im Regenrennen, ich war dann so, keine Ahnung, irgendwie so, ich habe so das Leben irgendwie gespürt, so, es war so wie, das hat dieses, das für mich halt super schlimme Sache, weil ich habe so, ich liebe Tiere und ich habe den Hund wirklich super, also so, ich habe halt so einfach so eine Verbindung mit dem Hund. Und das hat mich so irgendwie befreit, weil auf einmal dieser ganze Scheißdruck, den ich mir in meinem Leben gemacht habe, der war so wie weggespült. Ja. Und das ist übel schlimm und mich fuckt's immer noch ab, so wenn ich aufs Handy gehe und Bilder sehe und so. Und generell ist es so, ich habe es auch nicht verarbeitet. Aber I don't know, es ist so, wenn man sich den Kopf fickt, dann zumindest schon irgendwie über die Sachen, die wirklich wichtig sind. Das will ich damit sagen. Ja, aber das ist ja auch, das ist halt wirklich die Kunst und ich glaube, das können auch nur so die wenigsten so sich wirklich mit dem jetzt beschäftigen, was wirklich akut ist, worüber man wirklich sich Gedanken machen sollte. Weil ich sag dir ganz ehrlich, wenn einem auf einmal sowas emotional nahe geht, hast du entweder die Wahl, jetzt alles wegzulassen, was dich ablenkt und dich damit zu beschäftigen. Oder keine Ahnung, du telefonierst mit jemandem, du gehst in die WhatsApp-Gruppe, du gehst auf Insta, Twitter. Ich denke meistens über all die Jahre habe ich so für mich den Weg gefunden, dass ich über die meisten Sachen, deswegen fahre ich gerne alleine Auto, im Auto nachdenke. Mhm. Wenn ich irgendwo hinfahre, dass im Auto so dann der Platz für mich da ist, wo ich so reflektiere. Deswegen ist auch so Führerschein für mich übel wichtig oder generell. Ohne deswegen Auto. Mit Kiffen aufgehört. Deswegen, ich brauch das. Und das ist so der Ort, wo ich am meisten reflektiere. So. Weil ich weiß halt, im Auto kann ich nicht ans Handy. Natürlich, ich bin konzentriert auf alles, was passiert. So, ich penne ja da nicht. Aber da kann ja, ich so... Ja, das ist so eine perfekte Mix aus konzentriert sein auf alles, aber ruhig sein. Ja. Und unabgelenkt. Genau. Weil ich muss eh wohin, also habe ich keine andere Wahl. Und zu Hause, ey, da kann man ruhig, also da ist man einfach, da kann man realistisch sein.
da wirst du dich jetzt nicht, also ich als Person, werde auf jeden Fall versuchen, mich irgendwie abzulenken, weil halt die Mittel da dafür. Fühle ich jetzt Schmerz und Leere oder TikTok oder Playsy oder so? Ja. Das ist auch noch eine Sache, ja. Das ist schwer. Das ist wirklich schwer. Das ist etwas für another episode, aber krass. Also ich finde das witzig. Ich hätte mit allem gerechnet, aber das war heute auf jeden Fall ein wilder Ritt. Das war ein wilder Ritt. Ja, auf jeden Fall. Voll. Aber, ach so, du willst jetzt mäßig schon so sagen, ey Freunde, wir hören uns beim nächsten Mal. Wir wollen mit dem Thema Tod das Ganze beenden. Nein, wir müssen gar nicht. Ach so, ich dachte schon, okay, das ist tough, Alter. Wie Leute, die das wirklich am Stück bis zum Ende schauen, die stehen jetzt da zum Einpennen. Auf einmal sitzt du da mit einer Tasche, mit einer Packung Tempos und so, weißt du? Und denkst, oh Mann. Ich wollte doch eigentlich nur pennen gehen, auf einmal sitze ich da und bei mir gehen jetzt auch die letzten zwei Jahre durch den Kopf. Existenzielle Ding. Ja. Krass. Ja, aber ich weiß nicht, guck mal, weißt du, was das Ding ist mit Tod? Ist, wenn du dir jetzt diese Gedanken darüber machst und halt merkst, okay, es ist halt nicht alles für immer. Ja. Und das kann passieren. Dann, ich glaube, wir leben gerade schon viel und häufig gezwungenermaßen in, was ist das Beste, was ich tun kann für die Zukunft? Und ein gewisser Satz dieser Frage ist wichtig für dein Leben. Aber ich glaube, dass das auch echt eine krasse Schwere mit sich bringen kann, weil du bist ja jetzt gerade, unser Kopf ist verbunden mit allen Problemen der Welt, mit allen Chancen der Welt. Ja. Und früher, keine Ahnung, unsere Eltern, das war halt dann provinziell. Du hattest so quasi, weißt du, deine 200 Kilometer oder 100 oder was auch immer oder 50 oder 20. Jetzt bist du verbunden mit der ganzen Welt. Jeder hat über dieses U-Boot gelesen. Jeder hat da sich, hoffentlich schaffen die es. Aber auf einmal werden all diese Probleme zu deinen Problemen und alle Chancen der Welt zu deinen Chancen. Und dann hast du konstant dieses Ding, dass du quasi diesen Druck hast von außen. Ey, das kann ich alles erreichen. Das kann ich alles sein. Das ist die Welt, diese sozialen Vergleiche. All diese Sachen, die so, wo wir uns als Menschen noch nicht angepasst haben mit dieser Grenzenlosigkeit und dieser überall gleichzeitig sein im Internet, zeitlich wie räumlich. Mhm. Und dann ist halt, verstehst du, das hört sich jetzt, das kann man makaber nennen, aber ich finde, das hat halt auch, da hat der Tod etwas Befreiendes. Es ist so, das bläst das einmal alles weg und dann sagst du dir, Junge, was zum Fick juckt dich das, was da ist, was du da sein kannst. Ja, guck, was das Wichtigste ist. Das ist halt ein klarer Cut dann von der Realität halt einfach. Genau. Genau. Also generell muss ich halt auch sagen, dass ich glaube, dass viele, auch eingeschlossen ich, einfach schon mittlerweile vielleicht auch so an der Realität vorbeileben. Inwiefern würdest du sagen, dass du an der Realität vorbeilebst? Ja, ich glaube... Die Frage ist doch, was ist Realität, wenn 10 Stunden deines Tages auf deinem Handy im Internet verbringen? Genau. Ist das hier dann gerade die Flucht vor, weißt du was? Also was ist jetzt Realität? Ja, wir müssen uns ja vor Augen halten. Das, was wir jetzt ja gerade machen, ist einfach ein seltener Moment. Aber wenn du jetzt nach Hause gehst und den Tag deinen Alltag weiterlebst, wird das auf jeden Fall sich echter angefühlt haben als alles andere. Aber wie oft machst du das jetzt mit hier laufen? Vielleicht ist auch dein Job, du machst noch öfters als ich. Aber wie oft machst du diesen Austausch? Oder auch du? im Vergleich zu allem anderen. So, das ist der Vergleich. Ich glaube, dass es halt durch das Handy, durch alle Möglichkeiten und auch, ich glaube, das betrifft auch alle Creator. Und wenn da einer nicht mitgeht, dann freue ich mich für ihn. Aber dass da einfach an der Realität zum Teil vorbeigelebt wird und auch gar nicht mehr so wirklich rational nachgedacht werden kann, weil einfach du irgendwie versuchst, deinen Platz zu finden, so in diesem Großen und Ganzen und du dich aber nicht wirklich mit dir beschäftigst oder mal mit was anderem beschäftigst. So, das heißt, du versuchst irgendwie jetzt dort stattzufinden im Highest Peak. Und deswegen glaube ich, dass viele das auch völlig unterschätzen, dass man wirklich was machen sollte in dem Bereich, wenn man das Privileg hat, erfolgreich zu sein, wenn man es fühlt und nicht einfach nur aus, ey, ich muss jetzt Quantität vor Qualität. Und das ist, glaube ich, so im Großen und Ganzen halt ein riesen negativer Aspekt. So auch, glaube ich, von unserer Altersgeneration und halt darunter. Ja, und aus dieser krassen Leistungsgesellschaft im Internet, weil quasi du so wie so mit so einer X-Ray-Maschine durch alles durchgucken kannst. Ja. Wie erfolgreich es wäre, vergleiche mich mit dem, alles ist möglich. Und was ich sagen wollte, ist mir neulich aufgefallen, wenn ich von einem Problem oder irgendwas lese oder von irgendjemandem, was einen irgendwo auf der Welt oder halt persönlich betrifft, inwieweit,
so beschäftige ich mich wirklich damit, anstatt dass ich einfach, oh, ich habe eine Sekunde das gelesen, ich habe direkt meine Meinung darüber gefunden, ich lasse direkt meine Meinung da. Und das ist, glaube ich, ein Riesenproblem. Ja, ey, ich übel. Oder dass Leute quasi, nur weil sie mal etwas gesehen haben oder darüber nachgedacht haben, das mit der Realität und dem Umsetzen von der Sache verwechseln. Ja. Oder den, ich glaube, viele können auch nicht mehr ihren eigenen Umgang in der Situation beurteilen oder irgendwie so, keine Ahnung, angenommen, dir passiert was und du bist in der Situation, okay? Und du lässt jetzt deinen Kommentar darüber da und ich sag so, Alter, was laberst du so mäßig? Was ist das für eine Scheiße, okay? Aber ich habe die Situation nicht mal durchlebt, die du durchlebt ja, hast. Ja, ja, ich... Inwieweit kann ich darüber urteilen? Und es fällt dir halt leicht jetzt mittlerweile, weil es halt sehr anonym leicht ist. Nee, nicht anonym ist nicht mal das Problem, aber so, es fällt halt sehr leicht, einfach nur was gehört zu haben, mäßig, ah, das ist meine Meinung, bam, fertig und weiter. Ja, 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 das, ich finde es aber auch voll, also ich finde es auch voll anstrengend im Internet. Also es ist halt so, würde ich jetzt irgendjemandem, also ich finde zum Beispiel, was häufig verloren geht, ist ja, Empathie wird quasi ausgetauscht. Auf der Straße, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Menschen sehe und der sagt mir, oh, keine Ahnung, mir ist das und das passiert, natürlich denkst du dir manchmal deinen Teil. So, und das ist ja okay. Aber ich komme dann immer und sag, also ich versuche halt empathisch der Person gegenüber zu sein. Ich würde mich da jetzt wahrscheinlich nicht hinsetzen. Das ist die Bank. Ja, Bro, als wir früher hier gechillt haben, war die halt besser in Schuss. Was soll ich dir sagen? Komm, lass, wir können zurückgehen, dann machen wir was Dinger. Wie geht's jetzt weiter? Was ist dein Plan? Ich meine, jetzt gerade ist Nostalgiephase, Ted und ja. Mund kommen bald zurück. Nein, ich gefühlt, also... Ich muss sagen, mir macht gerade krass Spaß. Also ihr habt mich schon krass jetzt motiviert, dass ich da auch... Also so allein, ich freue mich, dass wir morgen uns treffen zum Drehen und so einen Scheiß. Ja. Also mit Nico diese Reactions für, also so diese einfach das, was man früher gemacht hat. Ich sag ehrlich, ich bin gerade richtig on fire. Voll. Ich weiß nicht, gefühlt bei mir so, was ich immer gut finde bei mir, ist, manche haben ja so dieses Gefühl mit, oh, okay, das war krass jetzt. Was? Nein. Kennst du es? Manche machen was und dann waren die so, und dann sind die so, oh, das war krass, so was ja, ich gemacht ja. habe oder so oder. Dadurch, keine Ahnung, ruhen die sich vielleicht darauf aus oder so, aber den Punkt hatte ich noch nicht. Deswegen, egal was jetzt kommt, ich hoffe, dass es halt nice wird. Und dadurch, dass ich halt nie so denke, oh, crazy, 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 das war heftig, freue ich mich voll auf die Zukunft. Weil vielleicht kommt da dann irgendwas, wo ich dann mal sage, okay, das fand ich jetzt mal crazy oder krass. Gibt's irgendwas, was du ausprobieren willst gerade so? Weil du vorhin gesagt hast, ja, du hast Angst wegen neuen Formaten oder mal was anderes, mal was Neues, mal... Ehrlich gesagt, nee, eigentlich habe ich jetzt nichts Konkretes im Kopf. So, ich freue mich auf ein paar Projekte, wenn die anlaufen. Wenn die halt wirklich jetzt zwischen, ey, wir haben da mal eine Idee und wir setzen das um. Und das sind jetzt nicht YouTube-Videos. Sache? Ja, genau. So, darauf bin ich auch gespannt. Das würde mich sehr freuen. Dann noch so ein paar andere Sachen würde mich auch freuen. Aber im Großen und Ganzen wäre ich schon ganz happy, wenn ich mal so irgendwie nicht... dann mir wieder denk, oh, jetzt ist mir das und das in den Kopf gekommen, jetzt muss ich erstmal versuchen, irgendwie damit klarzukommen, sondern einfach so sorgenfrei drehen, schneiden, hochladen, eine gute Zeit haben. Willst du jede Woche machen jetzt? Ja, das ist schon, ich weiß nicht, ich bin irgendwie, finde ich, habe ich jetzt schon oft genug gesagt, ey, jetzt jede Woche und es war dann nicht so, jetzt auch wieder das Beispiel, dass es am Sonntag nicht kam, dass ich ja irgendwie jetzt auch keine Lust mehr habe, so die Clownsnase aufzuhaben, im Sinne von, nee, jetzt kommen wirklich jede Woche Videos. Weil dann setze ich mich schon wieder irgendwie unter Druck und dann passiert wieder irgendwas und dann sitze ich wieder zu Hause. Und gerade weil halt ein Vorteil noch in meinem Leben mal oft Freiheit ist, kann ich ja auch viel nachdenken oder ich habe gut Raum für Gedanken in meinem Leben, weißt du? Das haben ja manche gar nicht und die können dann einfach machen. Und dadurch, dass ich das habe, ist es halt auch manchmal so ein bisschen schwer. Darüber reden wir safe nächste. Also wenn wir das nochmal machen, darüber reden wir safe, weil das ist, darüber mache ich mir gerade richtig viel Gedanken über das, ja. Was du gerade sagst. Der Bruder zieht durch, Mann. Der Bruder zieht richtig durch. Ja. Nein, ich merke es bei mir auch. Ich war jetzt, also ich bin genauso wie du ein Kopfmensch und jetzt war ich das erste Mal in meinem Leben so 3 Jahre in so einer Macherphase, wo ich so meinen Kopf ausgepresst habe durch die Zitronenpresse. Und
ich hatte früher immer so das Ding, dass ich mir so gedacht habe, ey, ich könnte eigentlich viel mehr machen. Ich lebe die ganze Zeit unter meinem Potenzial. Ja. Dann habe ich das jetzt gemacht. Und jetzt denke ich mir so, ey, Digga, du bist einer von diesen Menschen, die so immer die ganze Zeit irgendwie machen, irgendwie erfolgreich sind, aber du bist selber voll unzufrieden mit dem Shit. Und dann bin ich mir jetzt gerade so, oh, ich will wieder diese Phase, wo ich so 2 Wochen über einen Scheiß so unendlich lang nachdenke, aber du dann so auf, weißt du, was ich meine, so einfach auf nice Gedanken kommst, ein paar Twists, andere Perspektiven und nicht halt so oberflächlich. Ja. Deswegen, ich fühle diesen Punkt geisteskrank. Ja, wir könnten jetzt noch 100 Jahre reden. Auch über, auch noch, glaube ein wichtiges Thema ist ja Schlafen, Sport, Schlafstörungen. Hast du? Ja, immer mal wieder. Ja, du hast heute nicht gepennt, ne? Die letzten Nächte generell nicht. Ja? Ein bisschen schwerer wieder. Aber das ist halt so, ich weiß nicht. Aber das, darüber hatten wir, glaube ich, schon mal im Podcast im letzten, über Thema Verfolgungsjagd im Traum. Aber das habe ich in letzter Zeit wieder. Damn, oder das Gefühl, wenn du kurz noch einpennen bist und denkst, du fährst hin, ne? Und dann wachst du auf. Das habe ich auch voll oft. Digga. Ich denke mir immer so, es haben voll viele Menschen. Naja, ey, Leute. Aber lass es echt, Mann. Das mit den Schlafstörungen ist interessant, weil ich bin auch tatsächlich gerade in so einer Dingphase, wo ich, also ich weiß, wie es bei dir ist. Du stehst, hast du so eine fixe Uhrzeit, wo du dann aufstehst und egal wie spät du pennen gehst, du kannst nicht länger? Nee. Oder pennst dann einfach wenig, oder? Ja, ich penne einfach wenig. Das ist eine der schlimmsten Sachen, dieses wenig pennen und dann trotzdem durchziehen. Ja. Oder jetzt allein mal zu frühstücken heute, weißt du? Ja, ich habe ja nicht so was geregelt. Ich gehe jetzt frühstücken. Jetzt? Ja, ja. Okay, Freunde, wird Zeit für Frühstück. Ich bin gespannt, was in den Kommentaren kommt, weil ich auf jeden Fall dieses Schlafstörungsthema und ich habe noch, und ich will, das will ich nicht jetzt, aber was mich interessiert hat, war so dein Antrieb, weil du vorhin gesagt hast, du hast eine Passion, du hast einen Antrieb, so der Grund, wieso du das machst. Das ist so eine Sache, die mich sehr interessiert. Ja, mein Antrieb ist das nächste Video. Deswegen, es gibt ja Leute, die denken, ich sitze wahrscheinlich zu Hause, so, oh, ein Jahr nicht hochgeladen, das Video hat 1 Million Aufrufe, jetzt erstmal Champagner. Aber das ist ja nicht so. Das Problem ist immer das nächste Video. So, wenn ich eins hochgeladen habe, dann ist das auch eine Sache. Das ist der Grind. Aber das werden so viele Content Creator fühlen. Ja. Außer die halt mal, keine Ahnung, zu viel Geld ausgegeben haben. Damit meine ich nicht dazu. Okay, Freunde. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Danke, Bro. Ich kann keine Outros machen. Mir fällt es immer super unangenehm, jetzt zwischen dir und Kamera zu wechseln. Deswegen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Leute. Ciao, bis bald. Ich hoffe, euch hat der kleine Talk gefallen. Hat es dir gefallen wenigstens? Sehr gut. Und schaut auch gerne bei Tim seinem Lebensprojekt vorbei, der MCI-App. 7 Tage umsonst.